begrenzte Kapazität in meinem Hirn. Dafür muss ich mir was aufschreiben. Defragmentieren musst du öfter. Kann ich nicht. Schnaps hilft. Das kann ich. Das kann ich. Ja gut. Nee, ich mach das nicht. Also, wir wollten, letzte Woche wurden wir alle irgendwie kontaktiert, dass wir eine Expedition mitgestalten sollten. Und zwar von einem Mr. Larkin, der Auftraggeber war. Wir sind dann in eine Bar-Kneipe gekommen, wo dieser Mr. Larkin mit einem Mr. Huge und einem Mr. De Mendoza gesessen hat und uns alles erzählt hat. Der Mr. De Mendoza war relativ ausgemergelt und schweigsam. Mr. Huge war sehr freundlich und mitteilungsbedürftig. Es gab noch einen Mr. Nemesio Sanchez, der war Leiter des Museums und wollte an der Expedition auch teilnehmen, er wurde aber von Larkin abgewiesen. Wahrscheinlich, weil Larkin meinte, dass der Museumsleiter dann verhindern würde, dass die Fundstücke schnell zu Geld machen könnten. Der Huge hat erzählt, dass es Legenden gibt, die von einer Art Vampir erzählen, von einem Carisi. Also bei der Expedition geht es um eine verschollene Pyramide, von der niemand weiß, was da ist. Und irgendein Schäfer hatte eine Goldstatue und noch, also so eine kleine graue Goldstatuette und noch irgendwas. Ich glaube, irgendein Kelch oder sowas. Anhänger, ne? Und ein Becher. Ein Anhänger und ein Becher. Genau, und hat dem wohl gesagt, das ist da und daher, und aber die Gerüchte ranken sich halt darum, dass da gefährlich ist und deswegen trauen sich die Eingeborenen halt nicht dahin. So, dann hatten wir irgendwie, haben wir das alles geklärt, haben uns noch gut unterhalten und sind dann am nächsten Tag zum Museum gefahren, um dort noch ein paar Nachforschungen über diese Pyramide nachzugehen und da zu gucken, was es damit auf sich hat. Und wollten auch ein bisschen was zu diesem Vampirglauben erfahren, den es da gibt. Und irgendwie hatte der Leiter des Museums, dieser Nemesio Sanchez, wohl auf seine Assistentin gewartet, die ins Archiv wollte, in den Keller und nicht wiedergekommen ist. Und wir sind dann halt gucken gegangen, was mit der los ist, und haben da irgendwelche seltsamen Geräusche gehört. Sind dann vorsichtig reingegangen und haben gesehen, dass da irgendwo so ein Stapel Notizenblätter war und darunter war eine blutige Hand. Dann haben wir die freigelegt und da war dann halt diese Assistentin drunter, die irgendwie, ich glaube, ein Loch in der Brust hatte oder so, ne? Ja, in dem Moment... In dem Moment knallte hinter uns die Tür zu. Wir wussten gar nicht, was los war. Hatten noch irgendwie ein Tagebuch gefunden von einer alten Expedition. Und darin ging es darum, dass dort auch der Name De Mendoza aufgetaucht ist. Und es war wohl irgendwie so, dass da Conquistadoren unterwegs waren. Und die hatten irgendwie einen Schatz gefunden und haben sich dann daraufhin, wurden verflucht und haben sich in so Vampirgestalten, diese Carisiri wohl, verwandelt. Und wir gehen jetzt davon aus, dass halt De Mendoza auch einer dieser Conquistadoren war, die da unterwegs waren, und sind jetzt hochgegangen und wollten dort mit dem Professor sprechen. Und dort angekommen war der Huge zurückgeblieben, der sich über die Leiche des Professors, glaube ich, gebeugt hatte, ne? Oder der hat seinen letzten Atemhauch. Draußen auf dem Gang war auch plötzlich Geschrei. Also ich war ja auch oben noch bei dem Leiter, ich bin ja nicht mit runtergegangen, weil ich den Huge im Auge behalten wollte. Und plötzlich war auf dem Gang lautes Geschrei, dann sind der Huge und ich raus und haben halt geschaut. Und dann habe ich da noch wen wegrennen sehen und es lag halt ein Schwerverletzter halt am Boden. Dann bin ich dem noch hinterhergelaufen, habe den aber nicht mehr gefunden. Der Huge ist, glaube ich, dann bei dem oder der Verletzten, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ob es ein Mann oder eine Frau war, geblieben. Und dann habe ich den aber nicht mehr gefunden. Und dann sind wir zurück ins Büro und da lag dann der Sanchez am Boden und hat so halt, als ob er einen epileptischen Anfall oder sowas gehabt hätte.
und hat dann halt noch geröchelt irgendwie, er hat mich geküsst. Ja. Ja, und da waren wir stehen geblieben, glaube ich. Haben wir gecuttet. Das habt ihr jetzt alles ohne Notizen gemacht? Ja, klar. Sicher. Und was das noch Kleid, Lotte. Was noch wichtig zu erwähnen ist, was uns allen aufgefallen ist, der Mr. Larkin sah sehr erschöpft und beinahe krank aus, wobei keiner von uns jetzt irgendwie sagen könnte, der hat irgendwas. Er hat es immer drauf geschoben, dass er eine Malaria durchgemacht hat vor ein paar Wochen. Ja, Jahre sogar, oder? Waren es nicht Jahre? Jahre. Oder ja. Auf jeden Fall, dass das noch nicht ganz ausgeheilt ist, aber er ist auf jeden Fall fit und wir brauchen uns keine Sorgen machen. Und als wir mit dem Huge alleine waren, ist der halt dann damit rausgerückt, dass er sich da zwar angeschlossen hat, aber er eigentlich Sanchez-Expedition viel besser finden würde, weil er dem Larkin halt auch mehr oder weniger nicht über den Weg traut, weil der wahrscheinlich das einfach nur komplett räubern möchte und da mit Sicherheit nichts der peruanischen Bevölkerung oder so zurückgeben will. Und der Hughes, der ist ja auch eigentlich, das ist ja sein Synonym, eigentlich heißt er ja Elias Jackson. Ach ja, stimmt. Genau. Und ist ein Autor und erforscht Kulte. Deswegen ist er da auch mit dabei. Aber er möchte nicht, dass wir eben ihn unter seinem richtigen Namen ansprechen. Also er möchte da anonym bleiben und weiter unter Hugh, also dem Namen Hugh, dort agieren. Ja. Das sind ja jetzt alles Dinge, die ich quasi nicht weiß, weil ich ja noch nicht dabei war, richtig? Genau. Und weil ich habe jetzt auch nur so halb zugehört, weil ich gerade hier meinen Charakterbogen abgespeichert. Ich habe mir gerade einen Ordner angelegt hier für Rollenspiel, habe das ein bisschen geordnet, dass ich das da habe. Steffi, war der Mann auf dem, oder warst du Frau auf dem Flur oder ein Mann? Ein junger Mann. War der schon tot oder? Der, also du hast ja die Wunde gesehen, der ist im Bauch verletzt worden und da du ja kriegserfahren bist, weißt du, dass diese Wunden tödlich sind. Also wenn er jetzt nicht ganz schnell wäre, einen Arzt, wir bräuchten einen Arzt. Ist denn hier niemand, der ein Arzt ist? Nein, also wir fangen an. Ach, Henning, ich fange mit dir an. Ja. Du wurdest zur Expedition auch eingeladen, hast aber aufgrund von Zugunregelmäßigkeiten bist du einfach einen Tag später eingetroffen und bist auch im Hotel Mauri untergekommen. Hast du auch ein Zimmer bekommen? Wie heißt die Stadt jetzt nochmal genau, wo ich jetzt genau bin? Wir sind in Lima. In Lima, okay. Ja. Hast im Hotel Mauri hast im Hotel Mauri auch ein Zimmer bekommen, so wie alle anderen auch. Und der Hotelbesitzer, der an dem Tresen sitzt und dir die Schlüssel übergeben hat, den würde ich sagen, hast du einfach gefragt, ob die anderen Expeditionsteilnehmer schon eingetroffen sind und ob der irgendwas gehört hat. Und der schickt dich ins Museo de Archeologica e Antropologica. Ah ja, und da bin ich jetzt quasi angekommen sozusagen. Ja, genau. Weil, er hat irgendwie mitbekommen, dass da alle anderen hingegangen sind und er schickt dich dann einfach freundlicherweise dort hinterher. Und du wirst weitergeschickt diverse Flure entlang und erwartest eigentlich eine stille Museumsumgebung oder eine umtriebige Universitätsumgebung vorzufinden. Allerdings ist da ein heilloses Durcheinander. Auf dem Flur schreien Frauen herum und es scheint ein ziemliches Durcheinander zu sein. Halt so richtig südamerikanisch, so ein bisschen sehr chaotisch. Und darf ich noch fragen, in welchem Jahr wir uns befinden? 1919 sind wir. 1919, okay. Ja. Und es ist aber kein aufgeregtes oder ängstliches Geschrei, kein fröhliches Gerufe oder so, sondern anscheinend ist da irgendwas passiert. Ich wende mich mal an irgendeine, sieht da eine Person, die halbwegs kompetent aus oder... Spricht dein Charakter eigentlich Spanisch? Warte, ich guck mal eben nach.
Das habe ich gerade noch gesehen, hier Sprachen, Moment, Rostnatur, Glaube, Merkmale, Beschreibung, Fertigkeiten. Sprachen, Englisch, Französisch 20%, Latein 20%, Spanisch 20%. Okay, gut. Eine der Universitäts- oder beziehungsweise Museumsangestellten spricht in starker Aufregung auf dich ein und du kannst den Sinn dahinter verstehen, auch wenn aufgrund der Schnelligkeit das ein bisschen schwierig für dich ist, das alles ganz nachzuvollziehen. Auf jeden Fall erklärt sie dir, dass da anscheinend jemand auf dem Flur liegt und ganz viel Blut verloren hat und es ganz irgendwie angegriffen wurde und sowas hätte es hier noch nie gegeben und sie ist ganz außer sich. Ja, ich bin Arzt. Lassen Sie mich mal da hindurch. Lassen Sie mich mal schauen. Irgendjemand scheint verletzt zu sein, wie ich gehört habe. Genau, und sie zeigt nur mit der Hand dahin und du siehst auch, dass da jemand auf dem Boden kniet. Ja, Lars, da bist du vielleicht auch gerade wieder dort angekommen, einfach würde ich vorschlagen. Also ich eile da jetzt. Wir müssen rausdrücken, wir müssen hier... Oh Gott, der verliert so viel Blut. Lassen Sie mich mal ran. Ich bin Arzt. Okay. Ja, dann gehe ich einen Schritt zur Seite, gucke ihn halt skeptisch an, aber irgendwie hat er ja auch so ein leicht militärisches Gehabe. Ja, ich habe mich da so durchgebracht. Ich beug mich jetzt. Ja, machen Sie schnell. An welcher Stelle? Also, ich frage jetzt als Spieler. Ich sehe das ja. Bauchstich. Ja, also, du siehst einen stark blutenden Patienten vor dir, der auf dem Boden liegt. Er hat seine Oberbekleidung noch an. Du siehst aber, dass er eine schwere Stichwunde im Bauchraum hat. Und durch den großen Riss, also das ist bestimmt so lang, der Riss in seinem Oberbauch, siehst du, dass da auch schon Gedärm nach außen quillt und du weißt, dass der Patient hat keine Chance. Ja, das ist, oh Gottes Willen, der arme Kerl, da kann ich nichts machen. Das ist eine tödliche Bauchverletzung. Da ist nichts mehr zu machen. Tut mir leid. Ich versuche aber trotzdem irgendwie das Hemd aufzureißen und ihm die Gedärme wieder reinzudrücken und das irgendwie. Das ist kein Arzt. Du siehst halt, dass es blutet extrem stark. Vielleicht ist die Hauptschlagader verletzt worden durch den Stich. Und du siehst auch, dass der Darm verletzt wurde und Darminhalt eben dann jetzt an deinen Fingern klebt und du weißt, dass der Patient hat. Ja, das ist ja verunreinigt jetzt und alles. Ja. Und wahrscheinlich ist es auch nicht möglich, die Blutung, diese starke Blutung zu stoppen. Ja, tut mir leid, ich tue mein Bestes, aber er hat keine Chance. Er hat keine Chance. Verdammt. Ich hasse das, wenn sowas passiert. Ich reiß ihm das Hemd auf und versuche dann, das möglichst da wieder reinzustopfen. Und hat jemand ein sauberes Tuch? Ja, da kommt eine Frau, die kam mit so einem kleinen Erste-Hilfe-Köfferchen, was da irgendwo in irgendeinem Kellerfenster herumlag und reichte das so, ist total verstaubt und alt, aber da ist auf jeden Fall ein bisschen Gase und so weiter drin, was du da irgendwie draufstopfen kannst. Ja, ich stopfe das irgendwie so gut wie möglich zu und das Nähzeug habe ich, das müsste natürlich genäht werden und gereinigt werden, dazu braucht man das schon Alkohol und das. Du bist ja ein Militärarzt, du weißt, der hat sowieso keine Chance, ja. Also egal. Ja. Es hat keinen Zweck, meine Damen, es ist nichts zu machen. Er ist verloren. Die Wunde ist so heftig. Ich habe lange Zeit als Militärarzt gearbeitet. Dann schauen Sie vielleicht in das Büro. Ich bleibe hier bei dem Kameraden und ich rede halt einfach gut auf den einen. Du kommst nach Hause, das wird alles wieder gut. Ja, geben Sie ihm ein gutes Gefühl. Das ist das Beste, was Sie machen können. Also es ist, ja. Ist nichts zu machen. Sind ja da gerade, ihr habt ja dann, wenn ich mich ganz im Detail erinnere, habt ihr ja dann den schweren Schlag im Büro des Professors gehört und seid dann aufgrund dessen von dem Leichnam oder von dem Sterbenden weggegangen und habt euch dann an der Treppe die heraufkommende Gruppe und ihr habt euch ja dann da getroffen.
Und ich gehe jetzt in dieses Büro, oder was? Oder, du kannst machen, was du willst. Wollte nur, weil die anderen waren ja schon im Büro und haben ja da schon den Zustand von Professor Sanchez gesehen. Ich wollte das jetzt gerade nur wieder irgendwie verknüpfen. Und der Verletzte war jetzt dieser Professor? Oder? Nein, das ist irgendein Universitätsangestellter, der da zufällig auf dem Flur rumgerannt ist. Ah, okay. Ihr wisst nicht, wer das ist, aber das ist nicht Professor Sanchez. Okay, dann gehe ich mal in dieses Büro rein. Wen finde ich da vor? Ja, die andere Gruppe war ja da schon drin und beugt sich gerade über Professor Sanchez, der der völlig zusammengekrümmt, anscheinend mit extrem starken Schmerzen und kaum noch ansprechbar auf dem Boden zusammengekrümmt, sich windet. Was ist denn hier los? Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Mein Name ist Arthur Ditten. Dr. Arthur Ditten, ich bin eingeladen worden, an dieser Expedition teilzunehmen. Ja, Mr. Ditten, ich habe von Ihnen gehört. Sie sind doch dieser Chirurg, oder nicht? Ja, richtig. Hier, der Professor hat arge Probleme. Schwafeln Sie nicht lange rum, versuchen Sie dem Mann zu helfen. Okay, ich gucke mir den Herr Professor. Legen Sie sich mal hin, dass ich mir das ansehen kann. Ja, der Professor ist kaum noch ansprechbar, er ist total kaltschweißig, fasst sich ganz klebrig an, so wie du das kennst, wenn du schockige Patienten betreut hast. Kann ich das diagnostizieren, was empfiehlt? Ich beschreibe kurz die Szene noch zu Ende. Du kannst, er scheint sich ja so den Bauch zu halten und ist aber, du siehst eigentlich nur noch das Weiße von seinen Augen, weil die so nach innen gedreht sind. Ja. Er stammelt irgendwie noch unverständliche Worte. Ihr könnt mal eine Probe auf Horchen machen, ob ihr hört, was er sagt. Oder ob ihr noch verstehen könnt, was er sagt, oder ob es zu stark genuschelt ist. Jetzt muss ich erstmal hier diesen Attributes. Das muss ich erstmal rauskriegen, wie man hier diese Proben Listen. Macht. Bio and Info oder? Nee, das ist Quatsch. Listen. Character Listen. Sheet. Ja, Character Sheet. Idee, Listen. Unten bei den Fertigkeiten. Horchen. Ach, jetzt, jetzt. Horchen. Horchen. Horchen, jawohl. Okay. Arthur und Perry sind verwirrtes Gestammel anscheinend gewöhnt und können das einigermaßen noch raushören, was der Professor da von sich gibt. Und er stammelt irgendwie nur sowas, wirkt aber währenddessen auch immer wieder stark. Bart, schwarzes Haar. Dann verliert er aber völlig das Bewusstsein und ist nicht mehr ansprechbar. Bart, schwarzes Haar, hat er gesagt. Hatte der de Mendoza schwarzes Haar und einen Bart? Fragst du mich das oder die Gruppe? Ich frag dich das. Hab ihn ja nicht gesehen. Ja, hatte er. Okay. Und kann ich denn herausfinden, was ihm fehlt? Hat er eine Wunde oder? Mit deinem routinierten Blick schaust du natürlich zuerst auf den Bauch und traust aber deinen Augen kaum. Da bewegt sich irgendwas im linken unteren Rippenbogen. Mein Gott, was ist das denn? Schaut euch das an, da bewegt sich was. Ja, ihr anderen, als er euch darauf hinweist, ihr seid natürlich irgendwie ein bisschen überfordert mit der Situation, aber als er da auf den Bauch zeigt, das sieht man sogar durch, das dünne Leinenhemd, was Sanchez trägt. Gesundheit. Seht ihr, dass tatsächlich sich unter seiner Haut im Rippen, unteren Rippen, unter dem Rippenbogen auf der linken Seite sich tatsächlich irgendwas bewegt, unter der Haut? Ich würde wie im Traum meine Kamera heben. Aber ich kann mir jetzt als professioneller Arzt kann ich mir jetzt keinen Reim drauf machen, wahrscheinlich, oder? Das ist so was hast jetzt, du noch nie gesehen, ne? Das habe ich noch nie gesehen, ne, ne. Nee. Ich glaube, mein Charakter würde da erstmal gucken, ob der die Fassung behält. Ja. Nochmal eine Stabi-Probe. Ja. Okay. Anscheinend bleibe ich da total in Ruhe. Ruhig bleiben.
Ich befühle das mal so. Ich fühle da mal an dieser Rippenstelle, wo sich das bewegt hat, mit den Händen so ein bisschen. Ja, du weißt, da ist der Magen des Professor. Und es scheint ein faustgroßes Ding zu sein, was sich da wild in diesem Bereich zu bewegen scheint. Mein Gott, sowas habe ich noch nie gesehen. Was ist denn das, verdammt nochmal? Ach, das ist ja unglaublich, mein Gott. Wir haben nichts damit anzufangen und. Machen Sie doch mal was hier. Es kann doch nicht sein, dass wir alle nur gucken. Um den Mund des Professors kannst du sehen, hat er irgendeine weißliche Substanz irgendwie hängen. Er hat ja gewürgt die ganze Zeit, aber das sieht jetzt auch nicht aus wie normales Erbrochenes. Das ist wie so weißer Schleim, der da so um seinen Mund klebt. Kann ich dadurch auf irgendwas schließen? Das hast du noch nie gesehen. Also, habe ich auch noch nie gesehen. Wenn du kennst natürlich Vergiftungen, was die Leute abbrechen und dann so schaumig abbrechen, aber das sieht auch ganz anders aus. Das ist gar nichts, was du jetzt vom Sehen her irgendwie kennst. Also höchstens, dir fällt höchstens ein, ob es irgendwas landesspezifisches, ein Nahrungsmittel ist, was irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber. Ja, du bist ja jetzt nicht zum ersten Mal dort oder nicht den ersten Tag dort, da fällt dir jetzt auch nichts ein. Mein Gott, der Mann ist tot. Er stirbt bestimmt, Wie geht's dem Professor? Der hat eine Sache, sowas habe ich noch nie gesehen. Irgendwas bewegt sich in seinem Körper, in einem faustgroßes Ding in der Magengegend. Sowas habe ich noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hol dich doch raus. Das ist das Einzige, was ich versuchen kann. Er ist bewusstlos. Habe ich denn irgendwas, bewusstlos zu halten? Oder, ich halte ihn fest und wir sollten ihm was in den Mund stopfen. Das haben okay, wir ich versuche es aufzuschneiden. Besser, als wenn ich gar nichts tue. Ihr wollt ihn jetzt aufschneiden? Sollten wir nicht lieber einen Krankenwagen rufen? Hier wird es doch einen Krankenwagen geben. Krankenwagen? In Lima 1919? Ja, irgendetwas, irgendwie, ja, und sei es ein Krankenauto oder eine Ware. Perry, schau. Wir haben nicht mal ein Telefon, um ihn zu rufen. Perry, schauen Sie sich mal dein Handy um. Was Hochprozentiges. Dann ist erst bei also, habe ich denn irgendwas dabei, dass ich den dann so notoperieren kann? Das halte ich für unrealistisch, ehrlich gesagt. Aber wenn du mir jetzt sagst, du hast eine voll komplette Arztausrüstung am Start, so wie jeder Arzt dabei hat, dann. Nee, das ist unrealistisch, das stimmt. Also du musst mir da schon ein bisschen helfen, dass ich da keinen völligen Bullshit mache. Also. Es ist aber auch unrealistisch, dass ein faustgroßer Parasit in den Magen rumkriecht. Ja, also aufschneiden. Ja, geht ja nicht anders. Also sonst stirbt er eh weg. Also, in jedem Film würdest du den jetzt aufschneiden. So, ja, ich schneide den jetzt auch auf. Fertig. Ich schneide den auf da. Aber du musst vorher den obligatorischen Schluck starken Alkohol trinken und dann über den Bauch schütten. Ist es nicht. Wie in dem Western-Film. Genau. So ist es. Das mache ich jetzt. Ich schneide den jetzt auf. Ich kenne da jetzt nichts. Da muss ich sagen, hat der Micha recht. Es ist auch unrealistisch, dass so ein Vieh da drin ist. Also ich schneide den jetzt auf, fertig. Also ich stütze oben den Oberkörper. Vielleicht kann der anders noch die Beine... Ich halte die Beine fest. Ja, ich setze mich auch auf ein Bein irgendwie drauf. Also ich bin nicht besonders stark, also muss ich mich da draufsetzen und also wende mich aber so ab. Also ich führe also einen Schnitt aus. Ich habe natürlich so irgendwie ein Messer oder sowas habe ich ja dabei. Ne? Das wird natürlich erstmal desinfiziert, logisch, als Profi. Ne? Hoffentlich. Das ist sauber. Ja, gut. Ihr robbt da die Kleidung vom Professor Sanchez, der immer noch mit nach oben gedrehten Augen im Prinzip bewusstlos ist. Versucht ihn da auf dem Boden zu fixieren, reißt ihm die Oberbekleidung vom Leib, schüttet den Alkohol auf die sich bewegende Stelle und du setzt das Messer an und setzt den Hautschnitt
Und ja, präparierst dann so schnell du irgendwie kannst die verschiedenen Schichten auseinander, lässt dir von hinten wortlos irgendwie Gase reichen, weil irgendwie völlig entsetzten Mitarbeiter des Museums irgendwie da stehen und überhaupt nicht wissen, was sie. Ich brauche Nähzeug, Faden und eine Nadel. Schnell, Dalli, zack. Ja, im Prinzip nichts anderes als ein Kaiserschnitt, was du da jetzt machst. Ja, andere Höhe vielleicht. Und ja, in meiner Welt ist das nichts anderes. Wie ist das jetzt? Jetzt habe ich den da aufgeschnitten. So, und wie? Du hast jetzt da im Oberbauchschnitt so einen Teil des Magens frei präpariert und siehst tatsächlich, dass in dem Magen sich irgendetwas befindet, was sich immer noch sehr schnell bewegt. Ach, das ist im Magen drin. Sie müssen das da rausholen. Ja, mein Gott, ich muss den Magen auch noch aufschneiden. Verdammt. Oh hätten Sie ihm nicht den Finger in den Hals stecken können? Ja, und dann was für was soll denn das bringen? Ich stecke Ihnen gleich den Finger in den Hals, verdammt nochmal. Reden Sie mir hier nicht rein. Das hätte ein Internist getan. Ein Chirurg schneidet nun mal auf. So eine dumme Pute. Warum kamst du nicht früher mit der Mega-Idee, ey? Aber geil. Du wusstest ja nicht, dass es im Magen ist. Ja, vor allem, wenn er zu groß ist. Ja, ich muss den Magen auch noch öffnen. Das hilft jetzt gar nichts. Gut, auch wenn er nicht aufgeht. Auf dem Museumsboden öffnest du den Magen und du kannst erkennen, du merkst, dass sich da weiterhin was bewegt und sobald du die Finger aber in den Magen hinein steckst, um da besser präparieren zu können, merkst du, dass sich das an deiner Hand festsaugt, was du da entdeckt hast im Magen. Das ist so, erinnert mich so ein bisschen an Alien. Zieh die Hand jetzt so vor. Verdammt, ich zieh die raus aus dem Magen. Mach meine Kamera bereit. Unter erheblichem Widerstand ziehst du dieses Ding, dieses Faust. Ich habe schon die Knarre in der Hand, ne? Ich habe schon die Knarre in der Hand. Es handelt sich dabei anscheinend um eine, es sieht aus wie eine riesige Made, die da haben wir gedacht. Arthurs Hand sich festgesaugt hat und das fängt langsam an, ganz schön weh zu tun. Schlag sie auf den Boden! Verdammt, ihr müsst mich befreien. Halt still, ich schieß! Halt still! Aber Vorsicht, triff nicht meine Hand! Ich schieß mal, ne? Eine Glücksprobe, Arthur, ob du es losgeschüttelt bekommst oder nicht. Eine Glücksprobe? Gleich meine Doppelflinte. Ist die bei diesen normalen... oben. Bitte? Ja gut, ich mach das Fenster zu. Ach, oben ist das? Du hast... Laut? Ach, zu Glück musst du noch auswürfeln. Du hast ich finde das aber gerade nicht Glück. Ist das bei den Attributen? Was suchst du? Nee, du musst das auswürfeln. Du hast keinen festen Wert. Das ist unter den Trefferpunkten, auf der linken Seite im oberen Bereich vom Charakterbogen. Aber du musst das noch auswürfeln. Also, warte mal, wie ging das mal? Hier sind die Würfel. Womit, was für ein Würfel? 3W6. Da. Oh, das ist gut. 14, sind 70. Hast du Glück 70, kannst du dir unterhalb der Trefferpunkte bei Glück 70 reinschreiben? Trefferpunkte, das ist... Charakterschmied. Ach hier, Glück sehe ich. Genau. Was soll ich da halt reinschreiben? 70? 70, genau. Dann klickst du auf den Würfel, wenn du das reingeschrieben hast, klickst du auf den Würfel dahinter. 70, so habe ich gemacht. Jetzt auf den Würfel. Zack. Jo, hat er geschafft. Ja, und ich schieß. Ja, dieses Ding flatscht so auf den Boden mit so einem schmierigen, schmalzigen... Voll geil, das Rollenspiel. Du zückst die Knarre und schießt. Bam, daneben. Nee, du kriegst einen Bonuswürfel, weil das, Das ist ja, er muss ja nur weil die Knarre davor Bonuswürfel. Ja. Einfach bei +1 schauen.
Plus 1 ist ein Bonuswürfel, minus 1 ist ein... Ach so, ach ja, ja, ja. Ja, dann habe ich einen regulären Erfolg. Bam, bam! Gut, dann würfel mal deinen Schaden aus, oder ist es da schon mit dabei? Ja, 4. Steht ja schon da, Moment. 4. Ja, dieses Ding zuckt ganz kurz zusammen und ist dann liegt dann hinieden auf dem Boden. Scheiße, das hat sich aber auch dann von meiner Hand gelöst, nehme ich an. Ja, ja, du hast ja... Was ist das denn? Ja, jetzt musst du natürlich den Professor wieder zusammennähen. Da. Also das hat man mir mittlerweile das Nähzeug gebracht. Also du bist ja Arzt und weißt, dass du nicht einfach mit irgendwelchem random Nähzeug, das völlig unsteril ist, einen Patienten nähen kannst. Deswegen sagst du jemanden, er soll jetzt ein Gefährt organisieren, dass du den ins Krankenhaus bringen kannst. Okay, der muss sofort ins Krankenhaus. Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen, weil ich habe hier nicht das vernünftige Material, um ihn wieder zusammenzunähen. Oh, mit echten Ärzten spielen ist langweilig, ey. Wir hätten noch einen Tacker hier, den könnte ich ihn. Normalerweise müsste der jetzt von seinem Hemd so einen Faden abzuppeln und ihn damit wieder zusammen. Aber kann ich da irgendwas notfallmäßiges? Dann Alkohol in den Mund nehmen und dann den Faden durch. Nee, genau. Kann ich denn, so hätte Rambo das gemacht. Kann ich denn jetzt notfallmäßig irgendwas für den tun, damit der bis... Du lässt dir irgendwie so gut es geht saubere Tücher geben und stopfst die da halt rein, sodass das nicht die ganze Zeit da so rumblutet. Okay, das tue ich dann. Wir nehmen den Tisch, der in dem Zimmer steht, und hacken da oder treten halt die Beine ab und legen ihn auf die Platte, dass er einigermaßen stabil ist, und dann tragen wir den da raus. Ja, aufgeregte Personen kommen rein und winken euch so, und da ist dann auch ein Krankentransport gekommen draußen. Und wahrscheinlich eine Pferdekutsche oder sowas. Ich glaube nicht, dass sie da ein Auto haben. Das ist eine große, ziemlich große Stadt, die ziemlich westlich orientiert ist. Okay, dann haben sie ein Auto, okay. Ich wusste nicht, wie groß Lima 1919 ist. Das ist ziemlich groß. Okay. Aber jetzt mal eine Nachfrage, ne? Interessiert mich einfach mal, ne? Im Krieg oder so ist das doch auch scheißegal, ob das dreckig ist, oder? Wenn da ein Bein abfliegt und da muss genäht werden, dann ist denen doch egal, ob der Faden dreckig ist. Oder wenn ich unter Tage war und da war ein Unfall, wo da einem der Arm abgesäbelt werden musste, dann haben die teilweise mit einem Seitenschneider gemacht. Du warst unter Tage? Ich war unter Tage, ja. Da war mal so ein Vorfall, echt, der irgendwo auf dem Püt. Da ist einer im Panzer gekommen, da haben die den mit dem Seitenschneider das Glied da amputiert. Ich wusste gar nicht, dass du auf dem Püt warst. Ja, sicher. Hör auf. Ja, also wahrscheinlich sind da nur... Bei dir auf der Arbeit nicht, Steffi. Klar. Ich bin ja selber Notärztin und bin mir schon klar, dass das alles mit Seitenschneider und ich hopp da auch die Leute aus dem Karren, wenn es irgendwie sein muss. Aber jetzt haben wir ja die Möglichkeit, der Typ ist ja nicht, liegt ja nicht im Sterben oder so. Jetzt alles haben gut, wir ja die Möglichkeit, gut. Das ordentlich zu machen. Alles ja, gut. Genau. Im Krankenhaus wird er ja dann vernünftig, ja. Behandelt. Noch liegt er nicht im Sterben. Noch nicht. Ja, aber immerhin habe ich den Parasit da rausgeholt. Aber ja, die Idee mit dem Kotzen war jetzt auch nicht so schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber der hätte doch gar nicht durch die Speiseröhre gepasst. Wir wussten doch, dass er wieder reingekommen im Magen ist. Der kann ja drin gewachsen sein. Die Auseinandersetzung war großartig. Der Parasit kann ja im Körper gewachsen sein. Der wird ja nicht so groß da reingekommen sein. Ich denke mal, der wird klein reingekommen sein und dann... Fährst du jetzt eigentlich mit oder bleibst du hier bei uns? Nö, ich bleib jetzt bei euch, weil der wird ja jetzt... Ich habe den Leuten da beim Krankentransport gesagt, was da los ist, was da gemacht werden muss. Hab denen Instruktionen gegeben. Und jetzt bleibe ich natürlich hier, weil ich will ja an dieser Expedition teilnehmen. Oh Mann, was war das denn alles? Ja, ich so muss ganz ehrlich sagen. Und im Keller. Gibt es hier so einen Putzeimer oder sowas, wo man die Reste von diesen Madenvieh reintun können? Müssen wir das nicht irgendwie untersuchen, was das ist? Vielleicht an die Universität oder sowas? Wir sind ja nicht im anthropologischen... Vielleicht weiß das hier wer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowas noch nie gesehen. So ein merkwürdiges Vieh. Was das ist?
Keine Ahnung. Lass uns irgendwie gucken, ob wir nicht irgendwie einen Eimer finden, wo wir das reintun können und wenigstens irgendwie... Was ist denn mit dem anderen Patienten? Ist der mittlerweile... Der ist komplett ausgeblutet und... Er ist schon gestorben. Ja. Es tut mir leid, aber nichts zu machen. Ich würde mir echt mal diese Made ganz gerne angucken. Hat die irgendwelche Augenansätze von Extremitäten, wenn auch nur kleine, wie so eine Blindschleiche oder sowas? Oder ist das wirklich nur wie so eine dicke, fette Made? Und was hat die so für Zähne? Ist das so vor, dass das vorne auf ist? Wie so ein Ktonia sind das, glaube ich, ne? Oder wie Raketenwürmer. Genau, so wie so ein Raketenwurm oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder so ein Scheibenputzwurm. Es ist, wie gesagt, guck mal gerade, ob es hier ein cooles Bild gibt. Ich guck mal, ob ich einen Eimer finde oder irgendwie ein Gefäß. Bild wäre toll, dass man sich mal so, dass man sich vorstellen kann. Kannst du es bitte einmal hochhalten, dann mache ich ein Foto. Ew. Aber wahrscheinlich besser so. Ich möchte nämlich nicht, dass wir dieses Ding länger noch mit uns rumtragen. Ja, wir sollten schon rausfinden, was das für ein Ding ist. Vielleicht ist das eine Bedrohung, die mehrere betreffen könnte. Also wir sollten der Sache schon auf den Grund gehen. Ich habe bestimmt einen Eimer gefunden oder sowas, ne? Ich könnte jetzt einen Whisky vertragen. Könnte ich auch. Was wäre denn, wenn... Also ich spinne gerade ein bisschen rum, aber er sagte, schwarzes Haar, schwarzer Bart... Der Mendoza kommt in dieser Legende der Conquistadores vor und was ist, wenn er hier war und wenn dieses, was diese Männer befallen hat, gar kein Fluch war, sondern ein Parasit. Aber und sie diese Parasiten weitergeben. Ja, das ist jetzt vielleicht ein guter Gedanke, aber... Sie haben denn, doch auch gelesen, dass das 1541 war. 1541. Das ist jetzt, was, 300 Jahre her? Also meint ihr diesen Mendoza oder wen meint ihr? 400 Jahre. Ja, er hat vorhin geflüstert, dass er ihn geküsst hat. Vielleicht hat er ihn wirklich, wie Harry gerade vermutet hat. Vielleicht können sie diese Parasiten... Wir müssen diesen Mr. De Mendoza finden. Und aber war der hier? Larkin waren. War denn der De Mendoza hier? Wenn ich mich in Lima umschaue, hier gibt es sehr viele Menschen mit schwarzen Haaren und schwarzen Bärten. Und wahrscheinlich auch einige, die Mendoza heißen. Das ist nur ein üblicher Name jetzt in diesen Gebieten. Ich bin schon ein bisschen im Süden Südamerika rumgekommen. Aber hat denn jemand von uns Herr Mr. De Mendoza gesehen? Nein. Also hier? Nee, oder? Nicht. Okay. Verdammt. Ich pack mal diese Made in den Eimer, den ich da gefunden habe. Und die ist also faustgroß, diese Made. Ja, Moment, ich müsste es da ist was. Sehen können. Bisschen klein, aber... Das kann man noch mal vergrößern, oder? Ich mach das mal größer. Der hat sie da an der Backe kleben. Die ist auch mit diesem weißen Schleim benetzt, ja? Ja. Lecker schön. Dann noch von der Backe putzen. Solange es noch geht. Hey, verschluckt. Ja, irgendwie schon. Wie kann ich übrigens hier unten, wo die ganzen Charaktere sind, nicht mein Charakterbogen, wie kann ich da meinen aktuellen Namen eintragen? Da musst du auf. Im Zahnrad. Nein. Genau, auf Zahnrad und da kannst du deinen Anzeigennamen ändern. Ach ja, Anzeigennamen. Ah, ich sehe schon. Ja, alles klar. Das wäre nämlich gut, weil da steht noch Gordon Bruce da drin. Und Dr. Arthur Dipton heiße ich. Eieieiei. Am Trinken verschlucken ist voll fies.
Dass du gleich so eine Made aushustest oder so? Ja. Ich habe mir was Besonderes für euch überlegt. Ich habe da mal was vorbereitet. So sieht das aus. Ja. Da kommt immer wieder der Gordon Brewster, wenn ich was Neues anfangen will. Ah, jetzt geht's. Also Aufnahme, wissen, speichern klicken. Ne? Wissen Sie denn schon, dass unten im, hatten wir Ihnen das erzählt, was wir im Keller vorgefunden haben? Ah, ich glaube, da blieb letztes Mal keine Zeit mehr. Wir haben doch diese Assistentin gesucht, diese Mrs. Riso. Mhm. Ja. Sie ist tot. Sie war komplett ausgemergelt und es sah aus, als wäre sie fast mumifiziert. Überall war Blut und in ihrer Brust klaffte ein großes Loch. Und da steht dann wieder Dr. Bruce. Vielleicht ist da ja so ein Parasit rausgekommen aus ihr. Oh mein Gott. Vielleicht ist sie auch befallen gewesen. Aber wir haben dort eine Kiste gefunden. Da ist eine lange goldene Stange drin. Und entweder auf der Kiste oder auf der Kiste, die war so verziert mit Intarsien. Was hilft uns das, wenn wir da eine lange goldene Stange, für was brauchen wir die? Das weiß ich auch noch nicht, aber wer weiß. Und wir haben dieses kleine Büchlein hier gefunden, von dem gerade schon Mr. Perry gesprochen hat, der Perry. Nächstes Mal mit der Stange gegen den Magen auen, anstatt ihn aufzuschneiden. Was meinen Sie gerade? Gegen den Magen hauen? Um einen Würgereiz auszuüben. Was für ein Blödsinn! Das Ding hätte doch gar nicht gegen die Speiseröhre gepasst. Ich habe doch keine Ahnung. Also Sie sind ja bester Laune. Amateure. Ja, kommt noch mal. Die anderen beiden Toten hat aber nicht die gleiche Wunde wie die unten, also beziehungsweise der eine andere Tote. Nee, das war eine Stichwunde tatsächlich. Also im Flur, nicht das war eine Stichwunde. Messer. Ja, das war eine Stichwunde. Im Flur, das war eine klassische Stichwunde und im Keller, das kennt ihr gar nicht, was das sein soll. Also aber das war das ganz mal, klar ein Ablenkungsmanöver. Weiß denn, wer auf diesen Typen eingestochen hat, der im Flur lag mit dem Magenstich? Weiß da jemand, wer das gemacht hat? Nee, leider beim Hinterherrennen habe ich nur einmal ganz kurz die Schuhsohlen gesehen und das hat mir nichts gesagt und dann war derjenige verschwunden. Was kann es denn sein, dass da was rausgeplatzt ist unten im Keller bei der? Müsst ihr noch genauer untersuchen. Ihr seid ja ein bisschen abgelenkt worden jetzt durch auch die Geschehnisse oben. Dann lasst uns das doch unter diesem Aspekt nochmal anschauen. Aber was war denn im Keller? Da war ich ja noch gar nicht. Ja, Sie sind doch, Sie sagten, Sie seien Arzt. Das wäre doch eine gute Möglichkeit. Aber was ist denn da los im Keller? Einen Moment. Archie, meinen Sie vielleicht, wir sollten hier noch die Menschen befragen, ob sie vielleicht gesehen haben, wer hier reingegangen ist oder wer vielleicht dort weggelaufen ist? Und diese Stichwunde? Wäre eine Überlegung wert, ja, aber ich würde, also ich weiß nicht, wie es in Lima läuft. In Boston wird es so laufen, wenn gleich die Inspektoren hier auftauchen und ich bin in der Nähe. Dann bin ich immer in Erklärungsnot. Ach so. Wenn ihr versteht, was ich meine. Von daher würde ich mich jetzt eigentlich gerne hier verziehen. Ach so. Ja, ja. Hughes nickt dir so wissend zu und sagt, ja, wir können hier jetzt gerade nicht vor Ort. Wenn wir noch in den Keller gehen, dann können wir uns vielleicht da irgendwie davon schleichen, aber wir sollten hier schleunigst verschwinden, sonst sind wir hier stundenlang noch mit irgendwelchen Befragungen beschäftigt. Aber sollten François und ich nicht vielleicht noch die Menschen hier befragen? Also ich meine, wir sind Frauen und vielleicht können wir uns da schneller aus der Affäre ziehen, wenn offizielles Personal hier anrückt. Wir haben gar nichts gesehen, wir sind eigentlich nur, ich weiß nicht was, lassen sich doch bestimmt bequatschen. Gute Idee, auf jeden Fall ein Versuch wert. François, Sie sprechen doch Spanisch, viel besser. Ich könnte ein paar Notizen machen und Sie sprechen mit den Menschen. In Ordnung. Ich werde noch ein paar Fotos machen. Vielleicht ja.
sind sie dankbar dafür. Ja, bestimmt. Und der Rest, der geht noch kurz in den Keller, guckt sich das fachmännisch an. Aber passt auf, wenn da irgendetwas rausgekrochen ist, vielleicht ist es noch im Keller. Ja, lass uns das mal angucken. Ich werde mir das mal anschauen im Keller. Und später treffen wir uns alle im Hotel und machen eine Lagebesprechung. Ja, gehört ihr alle zu dieser Expedition? Seid ihr auch Mitglieder dieser Expedition? Ich bin ja gerade erst dazugekommen. Da haben sich ja die Ereignisse überschlagen, mehr oder weniger, mit diesen beiden Verletzten. Entschuldigt, ja, natürlich. Okay. Ja, wer kommt denn jetzt mit in diesen Keller? Ich komme mit, ich zeige es Ihnen. Okay. Ich würde da mal vorgehen und Ihnen. Wie ist Ihr Name? Perry. Perry Astor. Ah, okay. Archibald Washington. Dann kommen Sie mal mit. Ja, und dann würde ich ihn dahin führen, wo die Leiche der Frau ist. Aber ich würde jetzt etwas vorsichtig da reingehen. Nicht, dass da wirklich irgendwie so ein Vieh aus ihrem Bauch gekommen ist und da noch irgendwie rumhuscht. Und diese Frau, die Frage, die ist jetzt schon, wann ist die verblichen? Vor kurzem. Sie wollte irgendetwas aus dem Keller holen und ist nicht wieder aufgetaucht. Wir sind dann hinterher, um sie zu suchen. Aber da lag sie dort unten, begraben unter einem Stapel Dokumente. Na, ich schau mir das mal an. Ich schau mir das mal an. Sie wollte irgendwelche Beweise holen für eine Theorie, die der Professor aufgestellt hat, wenn ich mich nicht täuschte. Das ist ein seltsamer Zufall, dass sie beim Beweise suchen dann verblichen ist. Ja, wir schauen uns das mal an. Ihr begebt euch zurück in den schlecht ausgeleuchteten Keller. Es sind immer noch nur die nackten Glühbirnen, die von der Decke hängen und werfen eher so ein kaltes, dumpfes Licht in die Gänge. Ihr lauft den Flur unten entlang und tretet dann wieder in das Archiv ein, das ihr vor kurzem schon betreten habt. Das ist aber schon unordentlich. Aber für mich ist das ja neu. Ich war in diesem Archiv. Ja, genau. Ja, genau. Okay, Mr. Astor, wo müssen wir lang? Folgen Sie mir. Ich führe Sie langsam durch diese Reihen der Regale und gehe dorthin, wo der Körper der toten Frau gelegen hat. Na, dann lassen Sie mich das mal anschauen. Ja, ihr achtet bei eurem Weg durch die Regale auf schmatzende, klitschende Geräusche oder irgendwelches Rascheln, aber es herrscht absolute Stille. In diesem Keller, ihr hört nur ganz leise Geräusche von oben, weil da laufen immer noch Leute lang und die Polizei trifft tatsächlich dann noch ein. Das, was ihr hören könnt, weil dann immer mehr laute Stimmen so durch die Flure hallen. Aber ihr seid da im Keller ganz alleine und der Leichnam von ihr liegt immer noch dort, wo ihr ihn verlassen habt. Mein Gott, was ist... Ja, ich. Wie lange ist die Frau tot? Sie kann ja noch nicht so lange tot sein. Ich kann das noch ungefähr feststellen als Arzt, oder? Also wenn du es jetzt rein von ihrer Erscheinung sagen würdest, sie sieht aus, als wäre sie komplett mumifiziert. Also das komplette Körperfett ist verschwunden im Prinzip. Die Haut spannt sich über noch so verbliebene Muskelstränge. Das ist hier komplett eingefallen. Die Augen liegen in tiefen Höhlen. Und ihr Mund ist zu so einer Kremasse verzerrt, dann müsstest du sagen, dass sie wahrscheinlich in so einem mumifizierten Zustand mehrere Wochen gebraucht hätte, ohne jetzt ganz spezielle Lagerungsbedingungen. Aber sie war ja höchstens eine halbe Stunde nicht da. Oder jetzt ist es vielleicht eine Stunde oder anderthalb mit den ganzen Geschehnissen zwischendurch. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und außerdem, was dir als Arzt oder was allen natürlich auffällt, ist das klaffende Loch, was sie hier so im Bereich des Brustbereich aufweist. Es ist kein Loch, ihr könnt da also kein richtiges Loch, ihr könnt da jetzt nicht das Herz sehen oder so, sondern es sieht, wenn du es dir näher anguckst, sieht es aus wie kreisrunde Zahnabdrücke. Aha. Also ganz ehrlich, das ist äußerst seltsam, wenn ich mir diese Leiche anschaue. So, schaut sie euch an, mumifiziert. Darf ich mal Ideenwurf machen, Steffi? Und, ja. Und die müsste schon mehrere Wochen tot sein, um in diesen Zustand zu geraten. Aber ihr sagt ja, sie wäre noch vor
vor einer Stunde oder? Aus, wisst ihr, als ob man das aus ihr rausgepumpt hätte. Als ob man einen Schlauch in sie eingebracht hätte, der alles flüssige Gewebe, nennt man das bei Menschen, oder? Also wann, das ganze flüssige, sehen Sie da diesen kreisrunden Abdruck? Das ist quasi wie als ob man einen Schlauch in den Körper eingebracht hätte. Hier sind diese Wunden scheinen durch Zähne verursacht zu sein. Wann sagtet ihr, wäre sie zuletzt am Leben gewesen? Vor einer halben Stunde. Das ist unfassbar. Man sieht hier genau die Zahnabdrücke, aber der Zustand der Leiche würde mir unter normalen Umständen sagen, dass sie mehrere Wochen tot ist, sonst könnte sie diesen Zustand nicht erreichen. Aber Sie glauben nicht, dass da etwas rausgekommen ist? Dieses Vieh, was wir gerade gefunden haben. Nein, hat es sich von innen rausgefressen oder von außen rein? Nein, dann hätte sie ein größeres Loch im Körper. Aber man sieht hier diese Zahnabdrücke, als scheint jemand ihr das Leben rausgesaugt zu haben. So sieht es fast aus. Sowas habe ich noch nie gesehen, muss ich offen gestehen. Ja, nun, dann können wir wohl davon ausgehen, dass hinter dieser Geschichte der Vampire irgendetwas ist, was doch realer ist, als wir es gerne hätten. Weiß ich von diesen Vampiren oder ist das jetzt für mich neu? Ich glaube, Percy wird zum ersten Mal, ne? Da weißt du jetzt nichts von, ne? Vampire? Ihr macht ja wohl Witze, das gibt's doch gar nicht. Ja, aber dicke Larven, die in Mägen rumschwimmen, die gibt's natürlich. Ja, sagen wir mal so, die Tierwelt ist ja noch nicht vollständig erforscht. Nun, es gibt eine alte Legende, die von Kaisiri berichtet. Volkslegenden hier aus dieser Gegend. Und bei denen handelt es sich wohl um Wesen, die Lebensenergie abzapfen. Also und das... Sowohl Mr. Larkin sieht sehr schwach aus und dieser Frau hier wurde doch wohl, ohne dass sie es bestreiten können, die Lebensenergie ausgesaugt. Ja, das muss ich leider zugeben. Also das deutet tatsächlich darauf hin, obwohl ich habe bisher an Vampire und so ein Zeugs nie geglaubt, habe mal Bram Stoker gelesen. Tolles Buch übrigens. Aber großartiges Buch. Ein Rückfahrticket, ich komme hier nicht weg. Aber sowas von Vampiren, aber das scheint ja wirklich darauf hinzudeuten. Ich bin vollkommen... Mr. Washington, jetzt beruhigen Sie sich mal. Wir müssen Mr. Larkin zur Rede stellen, dass... Mr. Larkin? Ja, wir müssen... Ich würde eher vorschlagen, dass wir die letzten anderthalb Tage nutzen, um Vorsprung zu gewinnen und alleine auf diese Expedition gehen, ohne Mr. Larkin. Wer soll denn... Ist das der Leiter der Expedition, oder was? Ja, nicht, aber er hat uns die Karte gezeigt. Also Leute, ich muss mal ganz kurz meine Papageien versorgen. Bin gleich wieder da. Was meint er damit? Ich habe im Hotel ein paar Papageien, die muss ich mal eben versorgen. Bin gleich wieder da. Hani und Nani. Der hat zwei Vögel. Ganz das ist eindeutig. Ein Codewort für zwei käufliche. Ieb und Mats heißen die bestimmt. Oh mein Gott. Ja, Mr. Lutsch, was meinen Sie? Ja, wir sind nicht da, ne? Mr. Wer? Jut. Ja, dann springen wir doch kurz zu den anderen beiden. Ihr habt da kurz Pause unten. Ihr seid noch im Büro des Professors und hört aber gerade schon Polizeisirenen. Wir sollten uns beeilen, dass wir noch irgendwen befragen, ob jemand noch etwas gesehen hat. François, jetzt hören Sie doch mal mit auf. Was war denn dieser Arzt für ein Stinkstiefel, bitte? Das ist doch ganz egal. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass wir noch vielleicht vor der Polizei noch jemanden hier finden, der uns irgendwie sagen kann, was er gesehen hat. Ich hoffe, seine Laune wird besser. Ich schieb dich so auf den Schrank, auf den Flur. So ja, draußen. Ja. Komm, ich kann doch mit den Menschen nicht so flüssig reden. Hola, steht hola. Da so auf dem Flur? Senores. Hallo? Ja, da sind jede Menge Leute auf dem Flur. Da stehen jede Menge schaulustige, aber auch weinende Kollegen um den Toten im Flur herum, die da irgendwie völlig fassungslos sind, was da passiert ist. Also können sie sich ja gar nicht erklären. Es ist ein sehr friedlicher Ort bisher gewesen und ja.
Jennifer, hast du einen Notizblock, bitte? Aber klar, ich zück den mal, ich habe sowas bestimmt. Ich spreche einfach den Nächstbesten da an, der irgendwie ein bisschen gefasster noch aussieht. Jetzt lass uns doch einfach ganz laut sagen, wer hat die was gesehen und der soll sich irgendwie melden und dann rufen die doch alle bestimmt was rein oder so. Egal, machen wir es so. Ja, da steht ein junger Mann, der das Ganze halt irgendwie beobachtet, so ein bisschen verschreckt aussieht, aber nicht jetzt, scheint jetzt nicht völlig panisch zu sein oder so. Junger Mann, haben Sie gesehen, was hier passiert ist? Nein, plötzlich war dieses Geschrei auf dem Flur und dann, was ist mit Professor Sanchez passiert und mein Kollege, um Gottes Willen, ich weiß nicht, was passiert ist. Wir sind durch das Geschrei aufmerksam geworden und dann haben fremde Männer über ihm gekniet, aber haben gesagt, man könnte ihm nicht mehr helfen und um Gottes Willen und jetzt ist er tot. Ich kann es nicht glauben. Wir versuchen, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Haben Sie irgendjemanden weglaufen sehen? Ich bin erst später dazugekommen. Es war ja gerade noch Siesta-Zeit. Wir haben gar nichts mitbekommen, großartig. Ich weiß es nicht. Wer könnte denn etwas gesehen haben? Sie müssen weiter rumfragen. Es tut mir leid. Ich weiß es wirklich nicht. Ich stelle mich da irgendwie ein bisschen höher, um so auf die Menschen irgendwie zu überragen. Señores, hallo. Wir brauchen euch. Wer hat was gesehen? Jemand, der wegläuft. Einen Mann mit schwarzem Bart und schwarzen Haaren. Ich habe nur jemanden aus Professor Sanchez' Fenster klettern sehen und habe mich schon gewundert, aber er war so schnell weg. Ich bin dann einfach nur dem Geschrei gefolgt. Aus dem Fenster? Ja. Wie sah er aus? Er hatte dunkles Haar und einen sehr auffälligen Schnurrbart und war sehr dünn. Wie groß? Also eher kleiner gebaut. Sehr klein und sehr schmal. Passt die Beschreibung bisher auf den Mendoza? Ja. Ich habe ihn aber nur von Weitem gesehen, sonst hätte ich ihn selbstverständlich aufgehalten. Ich gucke Jennifer verstohlen an. Nickt ihr so zu. Ja. Hatte er irgendwas bei sich? Eine Waffe. Oder eine Tasche, oder? Mag sein, dass er eine Tasche dabei hatte, das weiß ich leider nicht. Ich habe ihn nur kurz gesehen, wie er aus dem Fenster sprang und davonrannte über den Vorplatz. Was hatte er an? Kleidung. Europa. Ganz einfache Baumwollkleidung. Ist nichts, was mir aufgefallen wäre. Nichts Spezielles. Okay. Jennifer, lass uns das Fenster untersuchen. Ja, lass uns das machen. Gracias. Gracias. Wenn irgendjemand. Ja, Gott sei Dank, die Polizei ist endlich da. Noch etwas einfällt, bitte. Ja, komm, François. Wir gehen nochmal schnell zum Fenster. Ja, ihr betretet das Büro. Natürlich, wie gesagt, da ist ja heilloses Chaos, weil die anderen ja den Tisch kaputt gemacht haben und jetzt alle Notizen und Zettel wild durcheinander auf dem Boden liegen. War das Büro, wo der Professor verarztet wurde dann? Ist das dieses Büro oder ein anderes? Ja, ihr seid gerade noch im Keller und die beiden Mädels sind, ja, und die befragen die Leute, die sind kurz gesprungen, weil du ja gerade nicht da warst. Ah, okay. Jetzt, wo ich das Durcheinander dieser Zettel sehe, ich raff alles, was ich da sehe, was auf dem Schreibtisch lag, raff ich irgendwie zusammen, stopfe mir das in mein Täschchen oder in irgendeine Tasche, hängt mir das so über und sagt, François, schau dir das Fenster an. Ich werde schauen, was hier alles noch liegt. Vielleicht ist da noch irgendwas Wichtiges dabei. Ja, du kannst auch etwas in meine Kameratasche packen. Ja, mache ich. Ich stopfe alles rein, möglichst so, dass niemand irgendwie das noch groß mitbekommt. Ich würde mich gerne dem Fenster nähern. Ist es noch auf? Ja, das stand ja beides so sperrangelweit offen. Ja. Eine der Vorhänge ist so auf den Boden gerissen worden. Das ist euch aber jetzt natürlich in der Aufregung nicht so aufgefallen. Die waren intakt, als ihr dort angekommen seid, aber einer ist auf den Boden gerissen worden. Und es ist ja im Erdgeschoss und da musste man im Prinzip nur raushüpfen. Mhm. Ja.
Und wenn ich rausgucke, sehe ich dann halt diesen Vorplatz. Genau, da ist so ein bisschen Betrieb, also da läuft halt immer mal herum. Jetzt sind natürlich mehrere Leute, stehen da in kleinen Gruppen und du siehst, dass sie natürlich da tuscheln und aufs Gebäude zeigen und natürlich geht die gemischte Küche schon los. Mhm. Ich gucke trotzdem nochmal gezielt in die Menge, ob mir irgendjemand auffällt, der auf die Beschreibung halt passen könnte. Oder halt, wie der Mendoza aussieht. Vielleicht irgendwo in den hinteren Ecken, dass der noch irgendwie, ne? Mhm. Vielleicht noch beobachtet oder sowas. Da du guckst dich jetzt gezielt um, versuchst da die Menge so ein bisschen abzuscannen, was der Beschreibung entspricht. Natürlich gibt es da auch kleinere, schmalere Männer irgendwie, aber du hast den Mendoza ja gesehen und der befindet sich nicht auf dem Platz. Ich beuge mich noch ein bisschen weiter vor, um aus dem Fenster zu schauen, ob er irgendwas fallen gelassen hat oder verloren hat bei dem Sprung nach draußen. Da kannst du aber nichts erkennen. Okay. Man sieht, dass da jemand rausgesprungen ist, weil da auch so ein bisschen die Hecke so ein bisschen eingedrückt ist und so, aber da liegt nichts, was du sehen kannst. Und vor dem Fenster innen am Fensterrahmen ist auch nichts zu sehen. Ein Stück von der Kleidung abgerissen oder so. An einem Nagel. Am Nagel, genau. Na gut. Hier ist nichts. Habe ich denn irgendwie Dokumente zusammenklauben können? Auf jeden Fall. Aber ihr hört jetzt auch, dass da so laute Stimmen auf dem Flur jetzt, die ja so ein bisschen zur Ordnung rufen. Und das kannst auch du ohne spanische Kenntnisse raushören, dass das jetzt irgendwelche offiziellen Stellen sind, die jetzt mal ein bisschen Ordnung versuchen, in die Situation zu bringen. Vielleicht ist jetzt Zeit, dass wir hier verduften sollten. Und die Ehren? Wir haben ja gesagt, wir treffen uns später im Hotel. Okay, genau. Aber die heißt, glaube ich, nicht François, sondern Françoise. Ne? Das spricht man, ne? Das SS mit, weil François ist ja ein männlicher französischer Name. Françoise, genau. Kannst auch Franzi sagen. Merci beaucoup. De rien. Okay, François. Versucht da, guckt nochmal mit beiden Seiten auf den Flur und könnt euch aber ungesehen aus einem Hinterausgang mit euren geklauten Dokumenten herausschleichen. Ja, dann wieder zurück in den Keller. Ja, ich meine, ganz ehrlich, haben wir hier noch was zu tun oder sollten wir uns von diesem unerquicklichen Ort entfernen? Also ich habe alles gesehen. Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe zu viel gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, bleiben Sie mal ruhig, wird schon alles werden. Wir kriegen das schon hin. Haben wir eigentlich diesen Stab mitgenommen in dieser Kiste? Diesen goldenen Stab? Meine schon, dass wir den zumindest mitnehmen. Ja, ich glaube schon. Okay. Da sind wir ja voll bepackt. Der Perry hat den eingesteckt, oder? Ich gucke mal. Büchlein haben wir auf jeden Fall. Ich habe ihn nicht hier draufstehen. Würde ihn mir dann jetzt mal aufschreiben. Ja. Goldener Stab. Ja. Ja, der wiegt halt auch ein bisschen was. 11 Kilo oder was? Wie groß war der denn? War das so ein Gandalf-Wanderstab oder so? Also, ihr habt noch keine Zeit, das richtig zu untersuchen. Es ist, besteht aus massivem Gold und wiegt 11 Kilo und ist halt ungefähr mehr so ein. Mehr so ein Band als jetzt ein Stab. Also mehr so ein, ja, wie so ein, eher so ein Band. Also es ist länger, es ist nicht so tief. 3 Meter. Ja, genau. Okay. 30 Realzentimeter schreibe ich mal, ne? Ja, sind 60, aber okay. 60? Ja. Elf Kilo? Alter Schwede, ey. Ja. Ja, Gold ist schwer. Gold ist schwer. Ja. Ja, und ihr versucht natürlich, um euch auch unangenehmen und stundenlangen Befragungen zu entgehen, versucht ihr auch ungesehen aus dem Keller zu entkommen. Der ist ja etwas weiter hinten als jetzt die Büros und das ganze Theater ist auch etwas weiter vorne stattgefunden, sodass auch ihr euch ungesehen durch einen Hinterausgang aus dem Gebäude entfernen könnt, ohne dass ihr von der Polizei aufgehalten werdet. Sehr Dank. Immer gut.
Jetzt braucht ihr nur noch, müsst ihr nur noch Glück haben, dass keiner der Anwesenden irgendwie den cholerischen Arzt näher beschreibt, der da kam und das Opfer für tot erklärt hat. Ja. Und wir gehen jetzt zu dem Hotel wahrscheinlich wieder. Genau, ihr geht zurück zum Hotel und trefft euch da wahrscheinlich auf irgendeinem von euren Zimmern. Auf einem Zimmer der Männer wahrscheinlich. Du musst erst mal schauen, ob die Damen auch schon da sind. Ja, die haben nicht so lange gebraucht wie ihr, die sind auf jeden Fall auch schon da. Wir sichten wahrscheinlich schon das Material, ne? Ja. Genau, die Dokumente einmal irgendwie genauer anschauen, ob da irgendwas dabei ist, irgendwie versuchen zu sortieren. Genau, ihr könnt es sortieren. Jennifer, dir fällt es natürlich ein bisschen schwerer, weil du kein Spanisch sprichst und auch nicht lesen kannst und demzufolge du das nicht ganz so gut einordnen kannst. Hier ist eine Karte, hier ist was geschrieben. Guck mal, könnte das dazu passen? Was haben Sie denn da? Lassen Sie doch mal sehen. Wer kann denn am besten Spanisch von uns allen? Ich glaube, Françoise. Françoise, die französische Dame. Ja, sie lebt schon ein paar Jahre hier in Lima. Na, mein Spanisch ist nicht so das Beste. Ein bisschen was kann ich nicht. Wo ist sie überhaupt gerade? Setzt sie gerade einen Kaffee auf oder wo ist sie? Ein Kaffee, wenn ich schlecht. Whisky wäre noch besser. Whisky wäre noch besser. Ach, da seid ihr ja vor. Den örtlichen Pisco kann ich ja empfehlen. Der ist sehr lecker. Nun, was haben wir denn hier für eine Karte? Was steht denn da drauf? Nein, ich weiß, das war jetzt gerade nur so gesagt. Du findest tatsächlich eine Karte. Ist das nur eine Karte oder sind da auch, gibt es da ein Vermerk drauf oder Beschriftungen? Ihr könnt erkennen, dass da anscheinend eine Route eingezeichnet wurde vom Professor. Und die startet eben hier in Lima und führt in Richtung Puno. Das ist eine Stadt am Titicacasee. Und in der Nähe von Puno ist in einem Gebiet so ein Kreis eingezeichnet, als würde da jemand, als hätte da versucht, jemand ein Gebiet zu markieren. Ja. Wie sah denn die andere Karte aus, die wir den Tag vorher gesehen haben? Deckt sich das mit der Karte, die wir vorher gesehen haben? Moment. Ungefähr. Wenn wir das da auf. Ah ja, ja. Scheint die gleiche Karte zu sein, wie sie uns Mr. Ich habe seinen Namen vergessen. Larkin. Mr. Larkin. Larkin gezeigt hat. Ja, in der Tat, sehen Sie hier. Die Frage ist, die ich mir jetzt stelle, was machen wir? Gehen wir wirklich zurück zu Larkin? Denn ich glaube tatsächlich, dass de Mendoza dafür verantwortlich ist. Wir könnten nun also entweder hingehen und de Mendoza und Larkin stellen, oder aber wir machen uns alleine auf die Suche nach dem Tempel. Ihr meint dann, das wäre dann der Punkt, der dort auf der Karte markiert ist. Zumindest scheint es das Gebiet zu sein, in dem dieser Tempel sich befindet. Wir sollten wahrscheinlich zuerst einmal Richtung Puno. Das scheint ja die größere Stadt in der Nähe zu sein und von dort aus dann nochmal Nachforschungen anzustellen, oder uns irgendwie zu erkundigen. Vielleicht finden wir sogar diesen Hirten, der diese Artefakte verkauft hat. Aber wir haben kein Geld, oder? Ich wollte gerade sagen, ich habe schon ein bisschen Geld, aber ich denke nicht, dass ich das schaffe und ich glaube auch nicht, dass ich das möchte, dass ich uns jetzt hier alleine finanziere. Und wir brauchen ja auch das nötige Material für diese Expedition. Ich denke, so ganz ohne den Mr. Larkin sollten wir nicht aufbrechen. Aber vielleicht können wir ihn überzeugen, schneller aufzubrechen. Bräuchte man nicht auch einen ortskundigen Führer, der sich hier auskennt? Vielleicht finden wir den in Puno. Angeblich nicht. Bis Puno, das schaffen wir. Also bis Puno gibt es ja bestimmt irgendwelche Reiserouten. Ja, oder ich sehe auf dieser einen Karte, es gibt auch Schiffsrouten, die zumindest schon mal nach Entschuldigung, nach Mollendo oder so
Und von da aus nach Puno. Ich weiß nicht, was der schnellste oder günstigste Weg ist, zu reisen. Ich denke, wir sollten uns mit Mr. Larkin absprechen. Wo finden wir diesen Mr. Larkin? In dem anderen Hotel. War wir sind der, in ne? Lima, ne? Mhm. Also es sieht fast aus, als wäre es per Schiff am einfachsten, ne? Ja, sieht jetzt für mich auch gerade spontan so aus. Also bevor wir uns jetzt hier irgendwie auf so eine Expedition von Lima nach Puno begeben, auf dem Rücken eines Lamas. Also ich glaube ganz ehrlich, dass, also das sind ja Distanzen, weiß ich nicht, das ist vielleicht einmal quer durch Deutschland oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie groß jetzt das ein da ist. Ein Quadrat sind... Die Legende, die ist leider nicht drauf. 300 Meilen ungefähr. Das sind dann... 400-500 Meilen. Also über die wenn ihr über die Straßen reisen wollt, sind das 1300 Kilometer bis nach Puno. Okay. Das dauert dann halt 3 Tage ungefähr. Und mit dem Schiff dauert es 1,5 Tage. Was unsere Vermutung dann nur bestätigt. Also ich wäre dafür, mit Mr. Larkin zu sprechen. Er befindet sich in einem anderen Hotel, wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau. Ja, dann sollten wir diese Chance nutzen, da bin ich auch dafür. Vielleicht sollten wir das möglichst direkt tun, bevor Mr. Mendoza dort auftaucht. Ich halte das für eine sehr gute Idee. Und was ist, wenn die beiden unter einer Decke stecken? Ich hatte schon am ersten Abend das Gefühl, dass eigentlich... der Mendoza, der Strippenzieher ist und Mr. Larkin nur seine Marionette, mit der er spielt. Ja nun, ja. Da war ich ja noch nicht dabei, das kann ich nicht beurteilen. Das könnte natürlich sein, aber wir brauchen nun mal die finanziellen Mittel der Expedition und die Ausrüstung. Und ich denke mal, ein Gespräch wird ja wohl kaum schaden, wenn wir mit diesem Larkin uns mal unterhalten. Vielleicht sehen wir danach auch klarer. Mr. Hughes könnte... Ich glaube, dass der Großteil von den Expeditionsgütern ja mit Sicherheit schon gekauft wurde. Was die schwere Ausrüstung und wer ist dieser Huge? Wer ist das jetzt für einer? Dieser Huge, den der läuft gerade mit uns mit. Der Sicherheitschef. Ach so, der läuft eigentlich mit... gar nicht mit ihm wollte, sondern lieber mit dem Professor. Also der ist so ein NPC, der bei uns dabei ist, oder was? Auch ein Teilnehmer, ja. Ja. Ja, was sagt er denn dazu? Mr. Huge, was sagen Sie dazu? Zu der ganzen Situation? Also unvorbereitet nach Puno ins Hochland zu reisen, halte ich nicht für vernünftig. Wir sollten tatsächlich... Mr. Larkin kommt mir sehr verdächtig vor. Wir sollten ihn fragen, was das... Immerhin hat er de Mendoza als seinen Partner vorgestellt. Das sind also nicht irgendwelche Unbekannten. Vielleicht ist es keine verkehrte Idee, etwas Licht in die ganze Geschichte zu bringen. Ja, das sage ich auch. Das ist eine gute Idee. Meint ihr denn, der Mr. Mendoza weiß, dass wir jetzt im Museum waren und das alles mitbekommen haben? Wenn er das war, weiß er das natürlich. Aber er weiß ja nicht, dass wir ihn verdächtigen, oder? Also tun wir erstmal so, als wüssten wir nicht so viel. Gute Idee. Können aber nur sagen, oh mein Gott, da war irgendwie ein Überfall im Museum. Genau. Und mehr wissen wir jetzt auch nicht. Moment. Naja, es geht mir gar nicht. Hab vielleicht gar nicht so ein ganz so schlechtes Pokerface, muss ich sagen. Aber naja, schauen wir mal. Okay. Ja gut, also einmal nochmal die Nerven stählern und dann rüber und einmal mit Mr. Larkin sprechen. Ich würde mir noch einen Whisky genehmigen, bevor wir dann aufnehmen. Da würde ich mich anschließen, Sir. Da würde ich mich anschließen. Also ich nehme noch einen Pisco. Doch, flüssig, egal was. Und was wollen wir jetzt mit Mr. Larkin besprechen? Ob wir möglichst schnell aufbrechen können, oder?
Ja, die werden ja irgendwie ein Schiff gechartert haben und so weiter. Der wird ja jetzt nicht einen Tag vorher losgehen. Okay. Ja, wenn die auch zur See reisen, das weiß man, wissen wir jetzt nicht, was die planen. Aber wir können jetzt sagen, Die hatten ja gesagt, also der Larkin hatte euch ja erzählt am ersten Abend, dass er ja 3 LKWs gemietet hatte. Ja. Und wie ihr um 8 Uhr übermorgen losfahrt. Genau, und für uns hatte er ja Reittiere. Genau. Reittiere, ja, Pferde dann. Ja, das sind so Packesel mehr, jetzt keine richtigen Pferde. Okay. Burros. Aber die, damit fahren wir jetzt nach Puno? Mhm. Ich dachte, wir gehen zu dem Laden. Ich habe gedacht, in Puno geht die Expedition los. Ja, ja. Nee, ihr fahrt mit LKWs los. Aber jetzt doch erstmal zu dem Lark gehen. Aber da sind dann die Esel drauf oder reiten wir jetzt mit Esel 1300 Kilometer durch die Gegend? Nein, ihr fahrt ja alle im LKW und das wird ja dann, man kann ja nicht, also da wird jetzt keine Autobahn zu diesem vermeintlichen Tempel. Das wird, naja. Also das wird nicht möglich sein. Ja, aber die Esel sind dann jetzt erstmal auf dem LKW. Kann auch sein. Also ihr wisst es nicht, wie er sich das gedacht hat. Ich hatte jetzt auch verstanden, dass wir direkt von hier mit den Eseln losziehen. Ja, das wird vielleicht ein bisschen zu lange dauern irgendwie. Ja, dann sollten wir aber jetzt eben mal zu dem Lark hin, oder? Ja, dann gehen wir doch mal zum Lark hin. Hören wir doch mal, was der zu sagen hat. Ja. So, ich würde jetzt sagen, mit euren Recherchen und allem drum und dran haben wir jetzt 18 Uhr, wenn ihr damit einverstanden seid. Haben wir denn noch irgendwas aus den Notizen herausfinden können? Irgendwas, was uns jetzt noch nicht bekannt war? Also irgendwas? Also es gibt tatsächlich das ist natürlich ja jetzt kein fertiger Aufsatz oder sowas. Es gibt immer wieder Querverweise zu diesem Karisiri-Kult, den ihr aber auch schon, mit dem ihr auch schon gehört habt, aber jetzt auch keine, da gibt es jetzt keine Beweise. Das ist ja einfach nur, das ist ja so peruanische Folklore mehr und aber in irgendeinem Zusammenhang, so was der Jackson oder beziehungsweise der Hughes euch ja auch schon erzählt hat, dass er auch den Verdacht hat oder dass er deswegen ja auch mitgekommen ist, weil diese Pyramide im Zusammenhang mit irgendeinem Todeskult steht. Genau. Gibt es denn in den Unterlagen mehr Informationen zu diesem Kult oder macht das schon für uns Sinn, da anderweitig noch weiter zu recherchieren? Da gibt es hier vor Ort, da steht nicht so viel drin, also oder beziehungsweise auch nicht so viel mehr, weil mehr als es jetzt so folkloristisch halt überliefert ist. Da gibt es jetzt keine wissenschaftlichen Abhandlungen drüber. Aber so im Groben gibt es da nochmal Beschreibungen zu, wie diejenigen dann halt aussehen oder ob es da irgendwelche anderen Hinweise gibt? Genau, also sie werden immer als sehr ausgezerrt und abgemagert irgendwie beschrieben. Mhm. Dass die Beginner dieser Geschichte oder diese Geschichten oder die halt sich erzählt werden oder mündlich überliefert werden, halt so Mitte des 16. Jahrhunderts begonnen hätten. Ja, mit der Ankunft eben dieser Conquistadores, ja, genau. Genau, und dass sie eben, das habt ihr aber auch schon mitbekommen, dass sie eben die Lebensenergie irgendwie aus den Menschen entfernen, da eben diese Wunden zurückbleiben, die ihr aber auch schon live jetzt gesehen habt, leider. Ja, der Doktor, den ich spiele, ich stelle mir den so als Doktor, der ist so ein Realist und ist natürlich völlig verdattert, weil er an sowas nie geglaubt hat, dass es sowas gibt. Ja, Hughes ist auch noch, also der ist geschockt von den Erlebnissen heute, versucht es aber alles, so wie du auch wahrscheinlich, ist er jetzt nicht komplett überzeugter Cthulhu-Kultist, sondern irgendwie versucht das Ganze auch noch so rational zu betrachten irgendwie. Also da muss ja irgendwas passiert sein oder irgendjemand nutzt die Situation irgendwie aus und versucht da, er kann sich das nicht ganz erklären. Zum Beispiel in meinem Dossier steht ja auch, dass ich jetzt kein gläubiger Mensch bin, dass ich da diesem Glauben nicht nachgehe. Und das deutet ja auch darauf hin, dass ich eher so ein Realist bin. Ja. Okay, sollen wir uns dann auf den Weg machen, Leute? Der Whisky war ja ganz hervorragend. Da hat mir wieder ein bisschen Lebensenergie gegeben. Und dann los. Auf geht's.
Okay, ihr macht euch auf den Weg zu Hotel Espana. Können wir da zu Fuß hingehen? Oder ja, das ist alles in der Innenstadt, da könnt ihr locker zu Fuß hingehen. Ihr lauft ungefähr 15 Minuten, lasst euch die Zimmernummer von Larkin geben und werdet dann in den dritten Stock verwiesen, wo ihr die Zimmernummer 312 findet. Da ist dann so ein Liftboy wahrscheinlich mit so einem Käppi hier auf, ne? Und der dann den Aufzug da bedient. Ja, da gibt es leider keinen Paternoster, aber ihr müsst leider Treppen laufen. Na gut. Ja, ihr schleppt euch trotz der 40 Grad, die da momentan immer noch herrschen, die Treppe hoch, die Luft drückt. Und eigentlich hättet ihr Lust, irgendwie schwimmen zu gehen, aber ihr wollt jetzt Larkin besuchen. Man gehört, man soll so Kokablätter irgendwie kauen, damit es besser ist mit der Höhe. Kriegen wir sowas? Meint er, der dritte Stock ist schon zu hoch? Nein, aber Lima. Ach so. Naja, jetzt haben wir gerade, glaube ich, keine Coca-Blätter zur Hand. Lass uns mal zu Larkin gehen. Die sollten wir uns auf jeden Fall auf die Einkaufsliste noch schreiben, bevor wir auf die Expedition gehen. Ich habe gehört, das soll sehr gut sein. Vielleicht eine gute Idee, junges Fräulein. Entschuldigt, ich wollte euch nicht unterbrechen. Nein, alles gut. Alles gut. Ich meinte eigentlich Gott. Steffi. Achso. Du könntest eine Coca-Blätter bekommen, ja, ist kein Problem. Die kann man doch da sicherlich auf dem Markt oder ja. So, kann man die da erwerben. Ja. Ja, ihr kommt in, vor Zimmer 312 an und seht, dass die Zimmertür nur angelehnt ist. Die ist nicht komplett im Schloss. Klopfen wir mal hier. Ich ahne Furchtbares. Ja, es kommt keine Reaktion aus dem Zimmer. Larkin! Ruf ich laut. Lass uns mal reingehen. Da scheint was oberfaul zu sein. Sind Sie vorsichtig? Haben Sie eine Waffe? Achso, habe ich eigentlich... wo findet man denn hier eigentlich so die Sachen, die man bei hat? Ach hier, Ausrüstung besitzen nicht. Sonst, Miss Perry, sonst gehen Sie vor. Sie haben doch eine Waffe und Sie haben ebenso super geschossen. Ja. Du hast einen 32er Revolver. Ich schieb dich mal so vor. Wer ich? Ja. Geht Perry vor. Ich muss die ganze Zeit an diesen dämlichen Dick Perry aus 3 Fragezeichen denken. Das ist total hetzend. Entschuldigung. Ach hier, 32er Revolver, genau, das steht da. Schaden 1W8. Mit der gezückten Waffe stupst du die Tür auf, die nach innen schwingt und ihr blickt in ein normal großes Hotelzimmer. Gegenüber der Tür ist ein großes Fenster, das gekippt ist und ihr seht, dass auf dem Bett, das mitten im Zimmer steht, eine Person liegt. Ein Mann vermutlich. Nein. Ja. Ich hab den Larkin ja noch nicht kennengelernt. Ich kenne ihn ja noch nicht. Nee. Ist er das? Immerhin mit meiner Knarre habt ihr beim Anschlag, weil ich denke nicht, dass er sich von den Toten erhebt und schau mal, ob er es ist und ob er tot ist. Du kannst nicht sehen, dass er tot ist. Der lebt noch, atmet extrem tief und langsam, atmet immer wieder so und hat dann so ganz lange Pausen zwischen den Atemzügen, wo du schon denkst, das war jetzt sein letzter Atemzug, der letzte. Und er ist so ganz leicht bekleidet, sieht wirklich ganz furchtbar aus. Er ist ganz weiter so ganz kalt, schweißig. Die eingefallenen Wangen jetzt im Tageslicht treten noch mal stärker hervor als beim Abendessen. Wie muss ich mir denn vorstellen, wie alt ist der Mann etwa? Der ist Ende 30 und hat sogar so ein bisschen schütteres blondes Haar, sehr eingefallene Augen mit ganz tiefen Tränensäcken, ist sehr, sehr dünn und jetzt gerade könnt ihr sehen, er trägt nur ein Oberhemd, was aber auch aufgeknöpft ist und nicht besonders saubere Unterhose. Und ihr seht, dass er eine große Tätowierung auf der Brust hat, um das herum die Venen sehr stark hervortreten und schwärzlich verfärbt sind.
Kann ich da als Doktor eine Rückschluss draus ziehen, dass er, wenn diese Venen da verfärbt sind? Du kannst mal auf Medizin würfeln, um den kompletten Zustand zu beurteilen von diesem Mensch. Ich würde mich im Zimmer umgucken, nicht, dass sich irgendwann dann im Vorhang oder sowas versteckt. Was, das nur eins auf Medizin? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann aber nicht sein. Medizin 0,1, da kann man das mal... 75 hast du. Ja, dann hast du es locker geschafft mit 22. Ja. 75? Ja, steht eh in dem Dings drin. Frag mir das mal rein, ja? Ja, als routinierter Arzt hast du das schon tausendmal gesehen. Der hat definitiv eine Opiat-Überdosis. Und Archibald guckt sich im Zimmer um und du siehst auch eine braune Glasviole auf dem Nachttisch, auf dem in geschwungener Handschrift Heroina steht. Dieser Mensch ist eindeutig... Ein Junkie. Ja, der ist mit Drogen voll. Das kann man sofort erkennen. Der ist, wahrscheinlich hat er eine Überdosis zu sich genommen. Was ist mit der Tätowierung? Was ist das genau? Kann man da irgendwas erkennen? Ist das ein bestimmtes Motiv? Du meinst die Tätowierung oder was? Ja, und warum sind da die Venen so? Also die sind muss ich mal so vorstellen, da ist die Tätowierung und die laufen sozusagen, die Venen dann, die aus dieser Tätowierung rauslaufen, die sind so dick oder was? Ja, die Blutgefäße um dieses Tattoo sind einfach anscheinend irgendwie, sieht aus wie, ja, irgendwie schwärzlich. Also da gibt es ja so dünne Venen, eher so hier in den Brustbereich, sind jetzt keine dicken Adern da irgendwie auf der Brust. Aber das scheint sich von diesem Tattoo irgendwie in die Peripherie so auszudehnen, sieht sehr ungesund aus. Und was ist das für ein Tattoo? Es ist so eine stilisierte Figur, die keinen richtigen Kopf hat, sondern um deren scheinbar nur aus einem großen, langen irgendetwas zu besteht, was irgendwie sich um den Kopf herumschwingt. Das ist sehr schwer zu erkennen. Also es ist jetzt nichts, wo man eindeutig sagen kann, aha, irgendwie, sondern ja, es ist irgendeine seltsame Figur, die der da tätowiert hat. Also eine Figur mit einer Peitsche als Kopf quasi. Ja, so in der Art, ja. Ist das denn ein frisches Tattoo? Also ist das gerade frisch tätowiert? Sind die Ränder rot? Nee, das sieht man nicht. Sieht nicht frisch tätowiert aus. Na, ich würde mal sagen, die Unterhaltung mit dem Knaben wird uns schwerfallen in seinem Zustand. Verdammt, ist er denn bis morgen wieder fit? Oder ist das ihm denn zugefügt worden? Oder... hat er sich das selbst gegeben? Kann man das irgendwie erkennen? Ich kenne mich doch mit sowas nicht aus. Also ich denke mal, dieser Mann ist drogensüchtig. Aber Mr. Dipton, kann es auch sein, dass er dadurch immer so ausgemergelt erscheint? Ja, natürlich. Das geht sehr oft Hand in Hand, dass diese Drogensüchtigen sehr ausgemergelt sind. Und man sieht hier auch schaut euch den Körper an, es sieht sehr ungesund, sehr ausgemergelt, schaut euch die Wangen an, eingefallen, typische Merkmale von Drogensüchtigen. Aber was ist das wirklich, wenn er die Drogen nimmt, um die Schmerzen, die von dem Tattoo ausgehen, zu unterdrücken? Aber Schmerzen von einem Tattoo? Venen darum sehen ja nun mal irgendwie nicht gesund aus, würde ich mal sagen. Aber ich glaube nicht, dass das mit dem das Tattoo ist ja schon älter. Also das kann ja. Françoise, machen Sie doch mal bitte ein Foto. Ja, ich frage mich gerade, können wir die Chance nicht nutzen und ihn untersuchen, ob er vielleicht so eine Art Bissstelle oder sowas hat? Machen Sie erst ein Foto der Tätowierung. Scheint es vielleicht wichtig. Packe meine Kamera aus und mache sie bereit. Ein wichtiges Symbol. Ich würde mich mal im Zimmer umsehen, ob ich irgendwas Besonderes da finde. Unterlagen, Karten, irgendwas über die Expedition. Also in dem Zimmer ist richtig schlimmes Chaos. Das liegt jede Menge rum, vor allem sehr viel Müll und irgendwie Essensreste auf alten Tellern, aber so richtig was finden kannst du nicht in dem Zimmer.
Ein altes Was? Bein auf dem Teller. Nein. Wie bei Trainspotting. Aber das sieht schon so aus, als wäre der als wird da so ein Junkie-Leben sozusagen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja, aber das passt doch nicht zusammen. Warum sollte ein Junkie, der ist doch überhaupt nicht körperlich in der Lage, da an so einer Expedition teilzunehmen. Ja, das ist. Aber ihr habt ihn doch schon mal getroffen, oder? Ja gestern Abend. Wie war der denn da zurecht und wie ja, er war schon da? Erschöpft und kränklich, aber nicht so. Aber ihr habt schon gemerkt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmte, dass er nicht gesund, kein gesunder Mann ist. Ja, das haben wir gesehen. Diese Abgeschlagenheit, die eingefallenen Wangen und alles, das kam uns ja in dem Moment schon irgendwie komisch vor. Aber vermutlich hat er jetzt eine Überdosis genommen, was ihn in diesen Zustand versetzte. Wir haben jetzt so frische Bissstellen gesehen, richtig? Ach echt? Haben wir? An ihm? Nee. Nein, nicht an ihm. Bei dieser Frauenleiche waren doch diese Bissstellen. Ja. Ja. Könnten wir uns vorstellen, oder ist es vorstellbar, dass diese halt verheilen? Also, dass eine Narbe bleibt und theoretisch. So Bissnarben, meinst du? Aber ich habe mir jetzt so vorgestellt, dass sie so eine faustgroße Bissnarbe in der Brust hatte. Genau, also ihr konntet da jetzt nicht in den Brustkorb reinsehen oder so. Ja, also das ist jetzt nicht jetzt da ein Loch rausgerissen. Nee, so habe ich mir vorgestellt. Klar. Es ist schon also wirklich so groß irgendwie und so kreisrund gewesen. Und ja, tatsächlich wie so kleine Zähnchen drumherum. Ach so. Halt. Also, ja. Also nicht so zwei Eckzähne wie der beim klassischen Vampir. Nicht so klassisch vampirmäßig, ja, sondern mehr so ein Kreis. Aber vom Prinzip her das gleiche. Zähne rein, aber nicht das Mittelstück rausgerissen oder so. Ja, genau. Ah, okay. Gut, das lässt das Ganze in einem anderen Licht erscheinen. Deswegen habe ich immer gefragt, ob was von innen rausgekommen ist oder von außen rein. Nein. Okay. Ich muss da ja an diese von einem anderen Zimmer. Aber der hier, der Larkin, der hat jetzt nicht solche Bissstellen da, ne? Nee, das frage ich. Okay. Da ist dann da ist ja nur das Tattoo und diese geschwärzten Adern, aber keine Zahnspuren. Nee. Auch nicht vernarbt oder. Nee. Okay. Gibt's da eine Verbindungstür zum Nachbarzimmer? Ja. Dann gehe ich da mal hin. Ich muss ja gerade noch kurz bei diesen Bissspuren da an diese Made eben denken, die sich ja auch an dir so festgesogen hat. Mhm. Ne? Und da an mir hat die sich doch festgesogen. Ja, genau. Und da denke ich mir halt, ne, wenn diese Made jetzt schon irgendwie sich so fest saugt irgendwo, wenn das jetzt größer wird, dann ja, so. Das war jetzt gerade so meine Verbindung. Ach so, ob das dann diese Bissverletzung hervorgerufen hatte. Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Vielleicht kriegt diese Made auch einfach dann aus dem Bauchraum hoch in den Rachen einer Kreatur, saugt sich dann fest und kriecht dann wieder hinab. Vielleicht setzt sie ihre Eier auch einfach ins Blut ab, indem sie beißt. Wurdest du denn jetzt richtig gebissen oder nur angelutscht? Hat er sich nur so festgesaugt. Also er hat da keine Bissspuren oder sonst irgendwas. Okay. Ja. Boah, ich gehe mich heute tot. Das liegt aber daran, dass ich sehr schlecht geschlafen habe heute Nacht. Entschuldige, ich liege nicht am Abenteuer oder der Runde. Das kommt schon mal vor, das kenne ich auch. Ich mache auf jeden Fall ein Foto von dieser Tätowierung. Übrigens, wenn ich das mal bemerken darf, ich finde das Abenteuer fantastisch. Ich finde das unglaublich atmosphärisch und habe Spaß. Das wollte ich nur mal eben anmerken. Das Nachbarzimmer. Die Verbindungstür ist offen, aber es sieht, du machst die Tür auch auf. Was machst du? Du machst willst die Tür aufmachen? Ich gehe hin und will gucken, ob die verschlossen ist. Die ist offen, ja. Dann schaue ich halt mal rein. Es sieht fast so aus, als würde da keiner wohnen. Aber das würde halt dann keinen Sinn machen, dass diese Verbindungstür offen ist, weil natürlich will man niemanden zwei Zimmer zur Verfügung stellen.
Also, da gibt es, also, Larkins Zimmer ist ja richtig ekelhaft. Da sind so richtig dreckige Klamotten, mhm. es ist unordentlich, Essensreste ekelhaft. Und das Nachbarzimmer ist, da ist keinerlei persönliche Gegenstände, da gibt es keine Klamotten, da gibt es nichts. Das sieht unbewohnt sozusagen aus, weil ich bin auch mal rübergegangen. Mr. De Mendoza, sind Sie da? Hallo? Kriegst keine Antwort. Dann geh ich mal rein in das Zimmer. Das Bett in diesem Beizimmer ist auch, da steht ja vermutlich auch ein Bett. Das ist unbenutzt wahrscheinlich, ne? Ja. Das Zimmer ist leer. Es gibt da auch so eine kleine, so ein, das ist identisch vom Aufbau, ein Bett. Dann gibt es eine Waschschüssel, eine Karaffe mit Wasser, die aber auch unbenutzt ist. Und ja, du kannst mal eine Probe auf Verborgenes erkennen machen. Das ist doch eine gute Idee. Oh, ich würde die 3 Punkte tatsächlich ausgeben. Ja, yeah. Ist klar. Du siehst, dass die Matratze so ein bisschen schief ist. Runtergucken. Ja, schlampig gearbeitet, richte die gerade, ziehe das die Bettdecke, das Bettlaken straff und dann gehe ich. Nein, Spaß beiseite. Ich gucke natürlich mal, ob da vielleicht was drunter versteckt ist oder so. Ja, du hebst die doch sehr leichte Matratze hoch. Und entdeckst darunter einen Gegenstand. Ja. Du ziehst so ein bisschen daran und merkst, dass es schon sehr schwer ist. Und ziehst da eine Art goldenen Spiegel hervor. Der ist ungefähr so groß. Scheint da irgendwie so komplett unter die Matratze geschoben worden zu sein. Ein goldener Spiegel? Ja, mit so einem sehr schön gearbeiteten goldenen Rand. Den kann man bestimmt auf das Band stecken. Aha. Und den kann man verkaufen. Und dann gibt es bestimmt so einen Kartenraum. Den kann man verkaufen, da kann man, kriegt man Reisegeld. Vielleicht vorher in dem Zimmer an der Wand hing oder irgendwo auf einem Dings auf dem Sockel stand oder so. Auf keinen Fall gibt es in so einem Hotelzimmer einen goldenen Spiegel. Kann man verkaufen, da haben wir Reisegeld. Ist das denn Henry? Ja. Könnten Sie mal kurz ins Nachbarzimmer kommen? Ja, natürlich. Ich trenne mich mal von Larkin und gehe dann durch die Verbindungstür ins andere Zimmer. Ich habe hier eine Kleinigkeit gefunden. Das Zimmer ist ansonsten leer, aber das war unter dem Bett versteckt. Okay. Kennen Sie sich mein Herr, sieht das so aus wie der Stab, den ich gefunden habe? Ja, ich wollte gerade fragen, ob das Gold eventuell... Ja, lassen Sie uns das mal vergleichen. Hast du den dabei? Ja, natürlich habe ich ihn dabei. Und dann würden wir mal gucken, ob das irgendwie zusammenpasst. Mal an beiden lecken, ob das gleich schmeckt und so. Kann man das irgendwie zusammenstecken? Wahrscheinlich. Das passt nicht zusammen. Es ist, ihr könnt mal... Ihr könnt auf Archäologie würfeln. Das passt zusammen. Ich will unbedingt einen Indiana Jones Kartenraum. Und wehe, ich kriege den nicht. Das ist wie beim Computerspiel, so kombinieren drücken. Benutze Spiegel mit Stab. Genau. Das geht so nicht. Und eine 15. Hast du es geschafft? Fast. Fast. 15 Punkte. Wie viel Glück kriegen wir zurück? In einer Runde? W6 oder so, ne? Ja, hatten wir nicht ein W4? Nee, was hatten wir? Das war zum Steigern. Das waren die Fertigkeiten. Ja, okay. Ja, was will ich? Ein W6 ist doch gut, ja. Soll ich? Klar. Vielleicht kennt sich ja drüben wer besser aus. Meinen Sie? Ich habe keine Ahnung. Was meinst du mit drüben? Wo drüben? Na gut, dann lasse ich das. Dann lasse ich das Glück lieber für mein Leben. In der Zwischenzeit würde ich sein Zimmer da noch irgendwie untersuchen, ob ich irgendwas finde, was noch irgendwie wichtig ist. Das hat ja, wir müssen getan, jetzt, ne? Kurz bei dem Spiegel bleiben. Okay, dann machen wir das. Ihr
guckt da diesen Spiegel an, wollt natürlich unbedingt eine Verbindung rausfinden und betrachtet den sehr intensiv. Ihr müsst eine MA-Probe machen. Oh mein Gott! Also jeder, der den so anguckt. Ist ja selbstverständlich, dass wir nicht auf die Spiegelfläche gucken. Ne? Klar, nein. Das macht man ja auch nicht bei einem Spiegel. Was muss man da für eine Probe machen? Oh. MA. Verhauen. MA? Ja. Ich habe es tatsächlich gepackt. Oh oh. Okay, also wenn man da drauf guckt, muss man das machen, ne? Ja. Dann mache ich das auch mal. Du bist ja noch gar nicht im Raum. Ich bin da. Ich bin auch rübergegangen. Wir sind im Nebenraum. Ja, da bin ich doch auch. Doch, da habe ich doch gesagt, ich gehe auch rüber. Ja. Steffi, jetzt unter Steffi, komm, das hast du gehört. Das ist mit Sicherheit nicht gut, ne, Henning? Das ist dir schon klar. Das ist schon klar, natürlich, aber no risk. Henning will in die Kacke greifen. Kennst mich doch schon, kennst mich doch. Ich mach doch jeden Scheiß mit. Zieht wieder Gegner. Aus dem Spiegel. Tank. Raus. Ich guck da jetzt auch drauf. Tank. Oh, hat er gepackt. Hat er. Ihr habt beide gepackt? Ja, ich, aber der Archibald nicht. Okay, aber Henning. Da steht schwierig, Patzer. Du musst nur auf die erste Zahl, auf deine 24 gucken. Was ist denn Wert 50? Nur 24. Du siehst, wie Perry plötzlich umkippt. Perry kippt um. Und Perry, du siehst vor deinen Augen, du bist nicht mehr in dem Hotelzimmer, wo du gerade warst, sondern du stehst mitten im Dschungel und siehst vor dir ein ruinenartiges, großes Gelände, in dem Überreste von Mauern in der Gegend ragen. Allerdings ist die Gegend kahl und sieht völlig unbelebt aus. Du kannst keine Tiere hören und keine Pflanzen sehen. Schlamm ist an den Mauerüberresten, bildet da so wie so eine Art Dünen mit eben diesen Mauerresten drin. Und diese Ruinen münden oder führen alle zu einer Art antiker Stufenpyramide. Und als du deinen Blick zu dieser Stufenpyramide hinwendest, siehst du auf einmal, wie mit einem unglaublich lauten Donnergrollen, der dem schier den Schädel zu zerreißen scheint, diese Pyramide auseinanderbricht und fette, weiße Tentakeln, von denen riesige Maden triefen, sich aus den Überresten herauswinden. Ah, fuck! Lauten Schrei bist du auf einmal wieder im Hotelzimmer. Ah, fuck! Perry, was war das? Perry, Scheiße! Was ist denn los? Wie viele Finger, Perry? Wenn das zwei. Vier Finger sind, wie viel Bier kannst du dann mit den Fingern mischen? Nein. Ja, Arthur, du hast es auch geschafft und zeitgleich mit Perry fällst du auch in Ohnmacht. Und genau wie Perry bist du nicht mehr im Hotelzimmer, sondern du stehst in einer savannenartigen Landschaft. Du hast sowas noch nie gesehen, aber um dich herum tausende Menschen aller Art und Gestalt, wie du sie je gesehen haben, führen ein riesiges orgastisches Ritual durch. Sie sind blutüberströmt, schreien und geißeln sich und ihr steht auf einem großen Berg und um dich herum ist ein einziges Geschrei und Gejammer. Und du wachst im Hotelzimmer wieder auf. Die Damen, kommen Sie rüber. Ja, stürzen mal rüber, würde ich mal sagen. Was ist los? Oh mein Gott, was ist passiert? Die sind beide einfach umgefallen. Ich habe so Kopfschmerzen. Den Spiegel lege ich jetzt mal weg. Perry, was passiert? Ich helfe Perry hoch. Da war eine Pyramide. Ich weiß nicht, ob es die Pyramide war. Und nur Schlamm, keine Tiere. Es war apokalyptisch. Und dann gab es eine Explosion und riesige Tentakel, Maden. Was ist denn hier los? Wo war das?
Ich habe keine Ahnung. Ich war plötzlich nicht mehr hier. Ich war da. Es war alles so echt. Es war so echt. Ich habe alles gefühlt. Ich konnte alles sehen. Ich habe den Schlamm gerochen. Ich habe diese Maden gesehen. Diese gewaltigen Tentakel, die aus dieser alten Ruine aufgestiegen sind und nach mir gegriffen haben. Und dann war ich zum Glück wieder hier. Das muss ein Schlaganfall oder sowas sein. War er weg? Mir ging es ähnlich. Ich war auch nicht hier. Aber ich war an einer anderen Stelle. Ich war in einer Savanne. Und da waren, in dieser Savanne waren Tausende. Habt ihr etwas von dem Opiat mitgenommen? Von Menschen. Die waren blutüberströmt und haben ein Ritual, ein vollkommen verrücktes Ritual durchgeführt. Und ich habe mir das eine Zeit angesehen und dann war ich wieder hier. Es war furchtbar. Ich glaube, Sie hatten zu viel Whisky. Mademoiselle, ich kenne mich mit Whisky schon aus. Also das kann nicht der Whisky gewesen sein. Das hat sicher was mit dem Spiegel zu tun, den ich gefunden habe. Waren die beiden denn weg? Nein, die sind einfach nur umgefallen, aber wir haben alle in den Spiegel geschaut. Und ich bin es gewohnt, dass ich, ja, in manche Sachen komme ich halt einfach nicht rein an der Stelle. Und weiß ich nicht, keine Ahnung. In dem Fall bin ich auch nicht reingekommen. Aber ich muss auch sagen, es wirkte alles vollkommen echt, als würde ich wirklich an diesem Ort gewesen sein. Wir müssen beide eine Stabilitätsprobe machen. Werdet ihr jetzt verrückt? Mist. Verliert ihr euren Verstand? Was ist heute denn eigentlich passiert? Gott. Stabilitätsprobe ist das ST. Da bei Attribute. Nein, das ist Stärke. Stabilität steht unter den Attributen, direkt unter. Ich sehe schon. War knapp an der Grenze. Ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss, gell? Ja, du schiebst es auf deinen überlasteten Geist durch die ganzen Erlebnisse, die du heute hattest. Ist ja kein Wunder, dass man da irgendwo Whisky stehen. Mir ist gerade nicht klar, wie ich diese Probe mache. Da kommt bei mir immer nur Error irgendwie, wenn ich da auf. Weil du wahrscheinlich keinen Wert eingetragen hast. Du hast 54. Muss ich das eintragen, ne? 54? Wäre ganz gut, ja. Yes. Aber. So, machen wir mal die. Aber Archie, Sie sagten, das sei bei dem Blick in den Spiegel passiert. Und wir sollten jetzt besser nicht draufschauen, dann sollten wir ihn vielleicht umdrehen oder irgendwie verpacken oder so. Er liegt auf der anderen Seite. Er liegt eh auf der anderen Seite jetzt. Ein goldener Spiegel. Ich glaube, dass es dabei passiert ist, weil bin ich jetzt verrückt geworden? Ja, du fragst dich. Du fängst langsam an, dich zu fragen, ob du verrückt geworden bist. Oh mein Gott, ich bin doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht normal. Was ist denn los? Um Gottes Willen, verdammt! Steht eine Flasche Alkohol im Zimmer von dem Mr. Larkin? Auf jeden Fall. Ja, ich hole das mal rüber und gebe euch erstmal. Absinth. Ich gebe euch erstmal ein Pinchen für die Nerven. Oh, danke. So, und vielleicht setzen Sie sich erstmal hin. Genau. Geht schon besser. Ich würde mal zur Rezeption runtergehen. Wollen Sie auch einen Schluck Alkohol, Perry? Ja, Sie ja, sehen ja. Sie auch noch so verwirrt aus. Auf jeden Fall. Ich hatte nachgedacht. Ich auch. Seltsam. Ganz seltsam. Ich gehe dann nochmal rüber in Mr. Larkins Zimmer und schaue mich da um, ob ich da noch irgendwie was finde. Also ihr seht ähnliches Kartenmaterial, was ihr schon gefunden habt, wo aber dann auch die Route der LKWs so eingezeichnet ist, aber nichts weiter irgendwie von Interesse. Geheimfächer im Tisch oder sowas? Nein, leider nicht. Unterm Bett, wenn man den so ein bisschen hochhebt? Wo er nirgendwo Geheimfächer. Na gut. Ich mache ein Foto von dem Spiegel. Ja, während ihr da euch mit euren Visionen beschäftigt habt, ist Mr. Larkin so langsam auch ein bisschen zu sich gekommen und hat zumindest schon mal wieder die Augen aufgemacht.
und starrt jetzt so trübe vor sich hin. Oh. Was macht man denn, Mr. Dipton? Was macht man denn, was hilft denn, um aus diesem Rausch wieder rauszukommen? Wasser trinken? Kaffee? Irgendwas? Kaffee. Ich kenne mich doch mit sowas nicht aus. Ich glaube, man muss nur abwarten, bis die Droge da ein bisschen nachlässt. Ich wüsste da jetzt, oder ist das richtig, Steffi? Oder ein paar Patsch, so ein paar Backpfeifen geben. Ich gebe dir mal so ein paar Backpfeifen. Wach werden, Patsch. Werden Sie sobald, wach, du ihm, sobald du ihm die erste Ohrfeige gibst, schlägt er sofort die Augen auf, die dich komplett schwarz anstarren. Also hat er so schwarze Augen jetzt, oder was? Ja. Um Gottes Willen, was ist das? Verschwinde! Sagt Larkin mit einer Stimme, die ihr so bei euren Treffen nicht gehört habt. Ich schweiche erstmal so 3 Schritte zurück. Ja, ich stolper auch erstmal zurück, weil sowas habe ich natürlich auch noch nicht gesehen. Ich mache aber wie sich. Aus Reflex hebe ich die Kamera. Wie aus Reflex hebe ich den Revolver? Ja, mit einem eleganten Schwung setzt er sich auf und nimmt an der Bettkante Platz. Und er hat immer noch die schwarzen Augen? Ja. Mr. Larkin? Sind Sie überhaupt dieser Larkin oder ist da jemand anders? Was fällt euch Maden ein, mich so zu behandeln? Was? Maden? Verschwindet aus meinem Hotelzimmer. Mit wem spreche ich denn jetzt gerade? Wie ist Ihr Name? Das geht dich nichtsnutziges Geschöpf überhaupt nichts an. Verschwinde. Ich guck mal so zu den anderen. Ist das der? Mit dem habt ihr schon geredet? Ich weiß nicht. Ich alle machen eine Stabilitätsprobe. Vielleicht sollten wir lieber gehen. Stabilitätsprobe? Ja. Oh, wir gehen besser. Oh Gott. Perry hat eine 8. Dem geht er am Arsch vorbei. Geht auch ein Weg, sagt er sich. Nur Jennifer, also die gepackt haben, müssen sich mal einen Stabilitätspunkt abziehen und Jennifer mal ein W4. Soll ich den würfeln oder würfelst du? Warte, ich kann auch würfeln. Hey, muss ich mir echt bei einer 8, muss ich mir auch einen abziehen. Moment, woran erkenne ich, dass ich den Wurf gepackt habe? Ich habe einen Wert von 54 und habe hier 37. Ja, das ist gepackt. Habe ich gepackt. Okay, ich muss immer drunter. Immer drunter werfen. Okay, das wollte ich noch wissen. Das ist ja bei jedem Rollenspiel ein bisschen anders. Also ich merke, meine Beine fangen an zu zittern und ich finde das überhaupt gar nicht toll. Und ich renne zur Tür und stürze auf den Flur. Wer zum Teufel bist du? Schrei ich ihn an. Ich bin der die Zerstörung bringen wird, wenn du nicht sofort aus meinem Zimmer verschwindest. Ich brauche Mr. Larkin wieder. Mr. Larkin ist gerade nicht da. Ist er später noch zu sprechen? Ich gehe mal hinter die Jennifer. Jennifer, ne? Ist halt aus dem Zimmer raus und ich gehe mal hinter ihr her und sehe mal nach ihr. Dass die da zusammenklappt oder so. Ich gehe mal hinterher. Soll ich schießen? Scheiße, wenn soll ich schießen? Stirbst du. Soll ich schießen? Ich bin nicht mehr da, ich darf nichts sagen. Ja, ich bin auch nicht hinterher, weil ich ja nach Jennifer gucken will. Wo seid ihr denn alle? Ja, ich habe gegangen. Jennifer hat das Zimmer verlassen. Ich bin hinterher, um nach ihr zu sehen. Und Lars? Archie? Ich bin schon vorher zur Rezeption gegangen. Der Körper erhebt sich von der Bettkante und beginnt Zentimeter über dem Boden zu schweben. Geh raus! Jetzt an mit dem Finger zeigen, Perry. Verschwindet aus meinem Zimmer. Wir gehen. Wir gehen dann mal, Mr. Larkin. Vielleicht kommen wir zurück, wenn es ihm wieder besser geht. Und dann würde ich leise die Tür hinter mir zuziehen. Folge dir rückwärts.
Ich stehe unten bei der Rezeption. Entschuldigen Sie bitte. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Das Zimmer im dritten Stock neben Zimmernummer, ich sag das halt, wo wir gerade drin waren. Mhm, 311 ist das dann? Ist das, wohnt da ein gewisser Herr de Mendoza? Lassen Sie mich kurz, ja, ja. Ist der nicht im Haus? Ist der? Der ist sehr oft, der ist kaum hier, also selten. Ah, das ist schlecht, das ist schlecht. Könnten Sie mir sagen, ob er irgendwelche religiösen Symbole in seinem Zimmer haben wollte? Ich weiß nicht, ich hatte nichts Gegenteiliges gehört. Er hatte auch keine Sonderwünsche angegeben. Okay. Nun gut, ja. Hinterlassen Sie ihm doch vielleicht eine Nachricht von Mr. Washington. Ja, was darf ich ihm ausrichten? Wir müssen uns unterhalten. Vorfall in der Universität. Ach, da waren Sie vor Ort? Ich habe es ja schon gehört. Wie schrecklich. Ja, ja, ganz, ganz schlimm. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Und du siehst, wie er sich eine Notiz macht und es in so ein Postfach legt. Ja, dann gehe ich wieder hoch. Und dann werde ich wahrscheinlich Jennifer und Asa draus treffen. Was? Warum? Was ist ja, los? Ich versuche die Jennifer so ein bisschen zu beruhigen und einfach, dass sie so ein bisschen. Noch mehr in den Spiegel geschaut, oder was ist passiert? Du siehst gerade, wie Perry leise die Tür zumacht, sich zu dir umdreht. Morgen, Muffel. Wir sollten sehen, dass wir hier verschwinden. Ja, raus! Lass uns raus! Lass uns raus! Das ist so furchtbar! Oh Gott! Hier, greif mir den Perry und schüttel ihn. Was war das? Wir müssen hier weg! Ich renne! Ich renne jetzt die Treppen runter und sehe zu, dass ich hier rauskomme. Was ist mit dem Spiegel? Sollen wir den mitnehmen? Nein. Ja, Moment, haben wir den überhaupt dabei oder nicht? Den Spiegel? Sicher. Der liegt noch in einem anderen Zimmer, oder? In dem Mendoza-Zimmer? Normalerweise ja, den hat keiner mitgenommen. Du hast ihn da schön hingelegt. Ich noch mal rein. Was ist doch das Nebenzimmer? Also ich habe da in den Spiegel reingeguckt. Ich möchte nicht noch mal anfassen. Das war furchtbar. Wir müssen hier erstmal weg. Wir müssen hier erstmal weg. Weg, 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 weg. Okay. Der fliegt und hat schwarze Augen und eine scheiß gruselige Stimme. Weg! Wir müssen diesen Spiegel mitnehmen. Und ja, ich wollte ihn abknallen, aber er hat gesagt, dann bin ich tot. Das war eine weise Entscheidung, Mr. Perry. Ich glaube, er hat nur geblufft, aber ich war mir nicht ganz sicher. Es war trotzdem eine sehr gute Entscheidung. Er fliegt und hat schwarze Augen? Gott hat uns verlassen. Ich sage zum Archibald, das stimmt wirklich, ich habe es auch gesehen und wir hatten nicht Maria, zu viel Whisky. Mutter es, Gottes! Es lag nicht am Whisky, ich schwöre es. Ich muss erstmal hier, ich glaube, ich. Nicht wahr, Mr. Astor, das war nicht der Whisky. Es war nicht der Whisky. Was meinen Sie, was man für das Gold von dem Spiegel oder diesem Band bekommt? Würde es für eine Schifffahrt zurückreichen? Wir können doch nicht noch Mr. mal Mr. Washington, rein. Wollen Sie noch mal in dieses Zimmer gehen? Nein, ich will nach Hause. Eigentlich will ich, glaube ich, nur noch nach Hause. Aber der Spiegel befindet sich im Zimmer von Mr. Mendoza. Wenn wir da noch mal reingehen... Ich gehe doch nicht rein. Das könnte sehr ungesund enden. Also, ich gehe auch nicht rein. Aber Scheiß auf den Spiegel. Denk doch mal darüber nach. Dieser Spiegel, er war versteckt und im Zimmer von Herr de Mendoza. Ja, dann soll er de Mendoza da reingucken. Ja, aber was ist denn, wenn das irgendeine Verbindung ist? Aber Miss Smallwood, wollen Sie noch mal in dieses Zimmer gehen und den Spiegel holen? Auf gar keinen Fall. Aber das es ist doch das doch. Nebenzimmer. Ich gehe jetzt zum Nebenzimmer 311 und gucke, ob die Tür vom Flur aus offen ist. Nee, die ist abgeschlossen. Das heißt, man muss dann noch mal...
Ja, viel Spaß. Ich also, Boston Club Taschenmesser zücken und versuchen, ob ich die Tür aufbrechen kann. Ich lebe doch so gerne. Also ich gehe. Du kannst uns auch auf Geschick würfeln. Ich weiß nicht, ob du super der Schließtechnik-Typ bist. Na, bin ich nicht gut drin, aber ich gebe 6 Glück aus. Ja, deine Bostoner Skills haben dich nicht verlassen und somit schwingt die Tür nach einiger Fummelei nach innen auf. Dann gucke ich, ob da jetzt der Raum immer noch leer ist. Der ist leer, ja. Dann laufe ich ich gehe schnellen Schrittes zum Bett, packe mir den Spiegel und halte den aber mit der Fläche von mir weg. Trag den mit, wenn denn so groß war der nicht. Ich bin ja relativ groß und stark. Dann kann ich den ja eher unter einem Arm tragen, glaube ich. Mhm. Ja. Und dann komme ich halt wieder raus. Okay, jetzt aber dann weg. Ich bin schon lange unten auf. Mr. Washington, Respekt. Ja, ich bin auch mit raus. Sehr mutig von Ihnen. Respekt. Ja. Ich klammer mich da dran und denke nur, du bist mein Rückfahrticket. Mit dir komme ich wieder raus aus der Scheiße. Oh Gott. Hast du jetzt echt den Spiegel geholt? Du holst dieses verfluchte Ding da raus? Von einem Geisteskranken, der schwebt und schwarze Augen hat? Da gehst du rein und holst den Spiegel, der uns die Apokalypse vorspielt? Aber stellt euch doch mal vor, wenn er in den Händen von dem Mendoza ist. Wer weiß, was man damit alles anstellen kann. Besser, er ist bei uns und wir schauen nicht rein. Aber als dass irgendjemand irgendetwas damit veranstalten kann. Aber vielleicht sollten wir den Spiegel verhüllen, sodass man da nicht so leicht reingucken kann. Ne? Ja. Wir sollten ihn mit einem Tuch einschlagen oder sowas. Ich habe ein Schiff gehört. Das war das Auto da vorne, was hier lang gefahren ist. Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Ich stimme zu. Aber er hat gesagt, er ist der Vernichter. Er wird uns alle vernichten. Was war das denn? Das war doch nicht Mr. Larkin, den wir gestern kennengelernt haben, oder? Ja, das kann ich ja nicht beurteilen. Ich war da ja noch nicht dabei. Wie war der denn? Wir sollten Mr. Huge das erzählen und fragen. Wir müssen heute noch aufbrechen, müssen weg. Können wir ihm denn trauen? Der Mendoza weiß, wo wir sind und... Ich glaube schon, dass wir Huge trauen können. Okay. Ja. Ich wäre auch für einen raschen Aufbruch. Hatten wir denn jetzt bei diesem Spiegel, also der passt auf gar keinen Fall zusammen mit diesem goldenen Band? Gar nicht? Nee. Okay. Ist auch nicht von der gleichen Art oder irgendwie das gleiche Muster, gleiches irgendwas? Also irgendwie, ja. Also klar ist das beides aus Gold gearbeitet, aber es ist natürlich jetzt ohne Archäologiekenntnisse jetzt schwierig zu sagen, dass es jetzt aus dem selben Jahr oder so. Ja. Aber ist das so ein Handspiegel mit so einem Griff? So, oder wie muss ich mir den vorstellen? Ich habe euch den ein bisschen falsch beschrieben. Es ist mehr, tatsächlich ist es wohl mehr so eine Art Maske, die innen verspiegelt ist. Ja. Du hast eine Maske von außen, ist die aus purem Gold, und wenn du die auf dein Gesicht setzen würdest, an dieser Innenseite ist komplett gespiegelt, also ein Spiegel. Okay, und wir haben jetzt beim Untersuchen und beim Drehen halt in diese Spiegelfläche geschaut. Genau, weil ihr habt sie halt angeguckt irgendwie und dann im Prinzip reingeguckt und dann habt ihr euch wieder gespiegelt. Ich hab mir den ganz falsch vorgestellt. Ich hab's auch falsch beschrieben. Gewölbt, wie dass die an den menschlichen Kopf passen würde. Mhm, ja. Oh oh. Wer möchte sie aufsetzen? Ich kann darauf verzichten. Mr. Yu, wir haben da was. Das mit dem Kennis verheißt, ja. Setzen Sie sich das doch mal auf. Mal gucken, was passiert. Schauen wir mal, wer heute Nacht als erstes einschläft. Aber wir sollten wahrscheinlich doch das Hotel wechseln. Das wäre, glaube ich, nicht sehr gut, wenn wir in diesem Hotel bleiben würden. Es ist nur die Frage, wer wessen Handlanger ist. Aber jetzt klingt es für mich fast wieder so, als ob der De Mendoza der Handlanger von diesem Vernichter ist.
Aber war da nicht die Rede von Vampiren? Vielleicht ist das so eine Kreatur. Diese. Ja, aber vielleicht ist er der Ober-Vampir-Vernichter. So eine Art Dracula. Ich habe, wie gesagt, den Roman mal gelesen. Dracula war anders. Ja, ich habe den Roman gelesen. Sehr gut. Vielleicht sollten wir tatsächlich eher irgendwie, also um kein falsches Bild zu bekommen, dann lieber... Quatsch, das ist total Bullshit. Entschuldigung, nix. Ich verstehe nicht, warum er uns gerufen hat. Den Sanchez hätte er ja auch so aus dem Weg räumen lassen können. Und anscheinend will er ja gar nicht, dass diese Pyramide, oder will er nur, dass die Pyramide von ihm gefunden wird? Wenn er sie erreicht, was wird er da tun? Vielleicht müssen diese Artefakte auch wieder zurück zu dieser Pyramide. Habt ihr zwei eine Ahnung, ob ihr... Ja, das ist jetzt schwer zu fragen. Nein, das weiß mein Charakter nicht. Meinst du jetzt, wir die in den Spiegel geschaut haben? Ja, genau. Ob das eher... Hattet ihr eher das Gefühl, das ist eine Zukunftsvision? Oder ihr habt einen Blick in die Vergangenheit geworfen? Also ich habe das Gefühl, das war eine Zukunftsvision. Das war die Apokalypse. Ich kann nicht sagen, was das für eine Zeit war. Nur es kam mir sehr realistisch vor, diese ganzen Personen, die dieses Ritual durchführten. Vielleicht war es eine Zukunftsvision, aber es kann auch Vergangenheit gewesen sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hoffentlich ist Mr. Larkin morgen wieder irgendwie normal. Wollen wir noch mit Mr. Larkin reden? Möchtest du da nochmal hin? Nein, aber wir müssen ja... Wann ist es übermorgen? Miss Rollwood, ich wusste nicht, dass ihr so eine Sehnsucht zu Mr. Larkin habt. Naja, sie hat ihm einiges an Geld gegeben. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Mein Interesse ist, diese Expedition, auf diese Expedition zu gehen und eben auch am Ende etwas dafür wieder herauszubekommen. Und schließlich möchte ich hier auch noch ein bisschen was erleben, was vielleicht eher ein Abenteuer ist, aber vielleicht nicht ganz so abgefahren ist. Ja, wir sollten Mr. Huge fragen, ob Professor Sanchez Familie, Freunde oder Ähnliches hatte, mit denen er vielleicht über diese Sachen schon gesprochen hat. Vielleicht kann uns da irgendjemand mehr Informationen liefern. Aber wir sollten erstmal ich bin der Meinung, wir sollten Mr. Hughes einpacken und aufbrechen. Ich bin derselben Meinung. Meint ihr oder meinen Sie, wenn wir die Verwandten fragen, sagen die, ja, der hatte schon immer ein Problem mit schwarzen Augen und einer tiefen Stimme. Das kommt davon, wenn er zu viel Stress hat und schlecht geschlafen hat. Nein, ich rede von dem Professor Sanchez, was der Sanchez schon rausgefunden hatte über die Pyramide. Ja, aber das kostet alles Zeit. Ich glaube nicht, dass wir diese Zeit haben. Ich würde sagen, wir sollten so schnell wie möglich nach Puno aufbrechen. Denn wenn dieser Typ wirklich der Hengst ist, der die Welt besteigt, dann haben wir ein enormes Problem. Was ist denn, wenn wir dann einfach dem Larkin ein Telegramm schicken? Und ja, ich meine nicht, dass er irgendwie, weiß ich nicht, jetzt die Expedition abbläst oder so. Wir brauchen die Gegenstände, dass er trotzdem irgendwie diese... Da kommt diese Mr. Hutchstock dran, denke ich mal. Mr. Huge hat die doch alle organisiert, oder nicht? Achso. Wie, der bleibt hier, den nehmen wir mit. Aber Larkin ist ja trotzdem Larkin geblieben. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das ein Dämon, der in seinem Körper war. Nicht. Lass uns mit Mr. Huge sprechen. Ja, lass uns das machen, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, das jetzt alles irgendwie ohne Mr. Larkin irgendwie zu machen. Ja, okay. Wenn es geht, gerne. Und Huge ist noch in unserem Hotel, oder? Ja. Aber gehen wir zu dem, würde ich sagen. Ich bin auch dafür, aber auf der anderen Seite frage ich mich, wofür braucht er uns? Und wenn wir jetzt dann wirklich dahin gehen und er überrascht uns da, vielleicht zwingt er uns dann da, dass wir da irgendwie was freilegen, was weiß ich, vielleicht muss ich irgendwelche Bohrungen machen, Sprengungen vornehmen, irgendwas in die Richtung, keine Ahnung. Wer? Wissen Sie, Mr. Larkin. Wieso Mr. Larkin? Wenn er uns, er hat uns eingeladen zu dieser Expedition. Zu dieser Pyramide. Wenn er wirklich so ein mächtiges Wesen ist, warum lädt er uns ein und geht nicht einfach selber zu der Pyramide? Ja, aber vielleicht wohnen wirklich zwei Seelen in seiner Brust.
Vielleicht ist er auch einfach, braucht er Opfer dort an der Pyramide. Menschen, die er opfern kann. Und dann fünf reisen Zahl, wir dahin. Damit, damit wir die Reichtümer rausholen. Und ich glaube, wir sollten dahin reisen, um diesem Dämon nicht zu ermöglichen, die ganze Welt zu besteigen. Wenn ihr wisst, was ich damit meine. Ja. Nobles Unterfangen. Ja, also ich meine, wenn wir das Gefühl haben, hier ist irgendetwas, eine böse Macht am Werk, dann, und es scheint ja so zu sein, dass irgendwie nur wir das wissen, dann müssen wir doch uns bemühen, dass das nicht die Oberhand gewinnt. Wir müssen quasi die Menschheit retten. Auch wenn ich mich gerade gar nicht so aber trotzdem dazu in der Lage fühle. Trotzdem brauchen wir erstmal viel mehr Informationen. Deswegen sollten wir zu dem Huge gehen. Ja, okay. Gehen wir zu Mr. Huge. Ja, ihr habt euch, wart schon auf dem Fußweg in Richtung Hotel und dann trefft ihr kurze Zeit später dort ein und Hughes sitzt an der Hotelbar und hat da gerade so einen Whisky in der Hand, den er da so ein bisschen kreisen lässt und er scheint irgendwie in Gedanken zu sein. Na, Mr. Huge, alles in Ordnung? Oh, was ein Tag. Wo waren Sie noch? Was haben Sie Mr. Larkin noch getroffen? Wissen Sie, Sie haben ja mitgekriegt, was heute Morgen los war. Oh. Dass das ziemlich beschissen war. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, unser Tag ging noch genauso beschissen weiter. Was? Und er schnippst so dem Barkeeper zu, der ihm nur so zunickt und dann macht euch ein paar Drinks fertig. Dieser Larkin, hier, ich werfe ein, dieser Larkin ist ein interessanter Typ, muss ich sagen. Wir kamen an, da war von Drogen vollkommen übermannt, lag halbtot auf dem Bett, eingefallene Wangen. Hat die Adern dunkel verfärbt auf seiner Brust und fast eine Schnappatmung. Und auf einmal wird er wach und hatte schwarze Augen. Was? Wie Kohle! Wie Kohle! Und hatte eine tiefe Stimme und auf einmal schwebte er. Er ging nicht auf und zu, er schwebte auf und zu. Mr. Hughes, Sie können sich das nicht vorstellen. Es ist... Übertreibe ich überhaupt oder habe ich recht? Du hast recht. Du hast auf jeden Fall recht, Arthur. Wir haben es alle gesehen. Natürlich. Das war kein Mensch. Definitiv war das kein Mensch. Irgendetwas Böses ist hier am Werk. Bevor wir auf die Expedition starten, müssen wir noch mal 5 Kerzen in der Kirche anzünden, damit wir hier noch mal heil rauskommen. Kerzen in der Kirche, das bringt doch nichts. Unbedingt. Ich werde die heilige Mutter Gottes anbeten, damit wir das schaffen. Ach, Mutter Gottes. Ich glaube, 5 Kerzen von der Theke zusammen und schieb ihr die so rüber. Da, könnt ihr eure Kerzen anzünden. Mir könnt ihr dafür gleich ein paar Pens geben. Und, aber Mr. Huge, können wir aufbrechen? Können wir ohne Mr. Larkin aufbrechen? Brauchen wir ihn dafür oder haben Sie den Zugang zu den Mitteln, die wir für die Expedition brauchen? Ja, also die ganzen Vorbereitungen sind für Donnerstagmorgen geplant gewesen. Ich habe an der Expeditionsplanung keinen Anteil gehabt. Ich bin nur ein Teilnehmer wie Sie auch. Aber wissen Sie, wo die Sachen sind? Das Material, die LKWs, wissen Sie, wo die sind? Man kann die hier lokal mieten, aber wir könnten warten bis Donnerstag. Mr. Larkin hat sich doch immer sonst völlig normal verhalten. Sie waren Mr. Larkin ist ein verdammter Dämon geworden, Mr. Huge. Fotos gemacht, da haben Sie ihn doch auch noch mal gesehen. Aber wenn... Moment, hat die... Selbst wenn er jetzt irgendwie mit... Gehen wir mal davon aus, okay, kein Dämon, wir haben alle ein Hirngespinst, was auch immer. Trotzdem lag er dort und war voll mit Heroin. Er war komplett... Also es kann sein, dass er in 2 Tagen gar nicht in der Lage ist, auf eine Expedition zu starten. Gehen wir mal einfach von dieser Tatsache aus. Von dieser ganz bodenständigen Tatsache. Der bodenständig? Ist die hatte schwarze Augen und schwebte. Jetzt seien Sie doch mal ruhig. Ich lasse mir doch von Ihnen den Mund verbieten, junge Frau. Ja, aber das bringt jetzt gar nichts. Unglaublich. Ja. Das Einzige, was wir können ein Schiff nehmen und uns in Molendo eindecken mit Vorräten. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Ja,
Und natürlich auch schon finanzielle Vorkehrungen treffen. Wir müssen nur an den Hafen gehen und schauen, wann, ob ein Schiff morgen fährt. Ansonsten. Er sprach auch davon, dass er der Weltvernichter sei und solches Zeug. Okay. Also bei Ihren Recherchen über diesen Kult, den Sie da momentan, gab es da mal einen Hinweis auf den Vernichter? Ich war ja selbst in Puno und habe dort mit einer sogenannten weisen Frau gesprochen. Und diese erzählte mir, dass es eben eine Sage gibt, bei der, ich habe den Namen, ein mutiger Held hätte einen Gott, der vom Himmel gefallen ist, eben dort mit einem Trick, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, ich habe meine Aufzeichnungen oben in meinem Zimmer, aber mit einem Trick in die Erde gebannt und dann eben einen Tempel darüber erbaut und einen Bann gesprochen, damit er in der Erde eingesperrt bleibt. Wissen Sie was? Ich habe das Gefühl, dass das wirklich sehr spannend und wichtig sein könnte. Können Sie nicht Ihre Aufzeichnung einmal holen? Das wäre wirklich... Also das ist jetzt gerade eben so ein bisschen schwammig und mich würde das wirklich sehr interessieren. Der nächste Whisky geht auf mich. Ja, ihr habt ja alle eure Gläser bekommen und er steht auf und... Ich gehe mit. Ja, das sie ist gehen nicht, gute Sie Idee. Gehen nicht alleine. Wenn ach ja, danke, Mr. Hammond, das ist ja dem alles... Wenn Dosa rumläuft, dann ist das nicht sicher. Ja, glaube ich. Ich würde noch ins Fotolabor gehen und die Aufnahmen entwickeln. Ach, ihr habt den noch fotografiert, nicht wahr? Ja. Also jetzt ist es halt so 8 Uhr abends. Könnten dann auch diese kugelsichere Maske aufsetzen, Mr. Hughes. Ja, das sollten wir aber noch irgendwie hinkriegen, auf jeden Fall mit den Fotos. Das ist so viel, so kein Hinweis noch. Und es ist 7:50 Uhr, so langsam, morgen wird der Wecker früh. Das Fotolabor für die Zeitung ist doch bestimmt die ganze Nacht geöffnet. Ich lese euch jetzt noch die kurze Geschichte vor und dann machen wir Schluss, weil es ein schöner Abschluss ist. Das hört sich gut an. Hughes kehrt dann, also ihr kehrt unbeschadet, er holt wirklich nur seine Unterlagen und ihr geht dann zusammen unbeschadet und unbelästigt wieder zurück zur Hotelbar. Und dann kramt er so in seinen Zetteln herum. Und liest euch dann ein kurzes Stück vor, was eine gewisse Naira ihm erzählt hat. Das ist, wie gesagt, diese weise Frau, die er im Puno getroffen hat. Und die erzählte ihm, wie einst ein uraltes und böses Götterwesen aus dem Himmel in den Titicaca-See stürzte. Es kroch heraus, brachte den Hunger mit sich und verschlang alle, die es berührte. Der schelmische Held Ekeko verriet dem bösen Gott, dass er das nahrhafteste Essen unter der Erde finden könne und zeigte ihm Knollen und Maden. Ekeko überredete den Gott aus dem Himmel mit dem Versprechen von Nahrung in einen alten Gürteltierbau zu kriechen. Dann legte er Steine auf den Eingang des Baus und sperrte den Gott dort unten ein. Ekeko erzählte den Menschen, dass dies nun eine heilige Stätte sei, ließ darüber einen Tempel errichten und erschuf einen Bann mit Zaubern aus Gold. Der Gott aus dem Himmel lebt immer noch unter dem Tempel und diejenigen, die von ihm wissen, sind auch weise genug, sein Grab zu meiden. Darum gehen nur wenige Menschen aus Puno in die Nähe der Pyramiden und sie ist größtenteils in Vergessenheit geraten. Und damit enden wir heute. Eine sehr spannende, schöne Runde wieder. Ja, muss ich auch sagen. Wirklich eine großartige Kampagne, man kann nicht anders sagen. Ja, kann ich mich nur anschließen. Gefällt mir sehr gut. Sehr schön, danke fürs Leiten, Steffi. Oh Mann, bitte schön. Danke, Steffi. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Toll. Und ich freue mich nicht von irgendwelchen Masken. Und lieber nicht von irgendwelchen Maden. Genau. Danke an alle, die zugeguckt haben. Ich mache jetzt einmal kurz einen Raid für die Orkenspalte auf. Wäre schön, wenn ihr da nochmal eben mitwechselt. Und euch sagen wir tschüss. Wir sehen uns am Donnerstag wieder mit The Curse of Strahd. Es neigt sich da langsam dem Ende zu. Schaltet also ein, falls ihr jetzt heute neu hier seid. Die anderen Folgen könnt ihr alle unter www.schlachtengüter.de einsehen. Da kommt ihr direkt auf unsere YouTube-Seite. Lasst einen Daumen hoch da, lasst Kommentare da und abonniert den Channel. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Wir raiden noch die Orkenspalter. Bis dahin. Mal raus? Könnte raus, ja.
Ja, das war toll.